Ich habe es ja schon gesagt früher, ich muss euch applaudieren. Das ist wirklich so. Und ich habe es auch früher schon begründet, weil ich kenne das System und ich weiß, wie es reagiert. Und ich finde, so spontan und so einheitlich, wie ihr reagiert habt, das hat mich furchtbar berührt. Das muss ich wirklich sagen. Also, noch einmal danke für eure Reaktion und für diese Loyalität, weil ich kenne euch ja nicht. Aber kein Problem. Aber man verschafft sich einen Eindruck. Ich hatte vor 2 Monaten in Niederösterreich eine Veranstaltung, da hatte ich, das fällt mir spontan ein, nachher in der Podiumsdiskussion ein längeres Gespräch mit einem 24-jährigen jungen Mann. Und ich habe dort bei dieser Veranstaltung deponiert, dass ich der Ansicht bin vom Professor Dr. Heinrich Wohlmeier, der wird euch wahrscheinlich nichts sagen, ist eine Ikone in Österreich, unter den Juristen ist es Honorarprofessor, Ökonomierat, Kommerzialrat, alles mögliche, also der Titel ist länger als die chinesische Mauer. Und ich bin mit Wohlmeier zusammengesessen am 5. September 2014, also eh heuer, haben ein längeres Gespräch gehabt, gemeinsam mit jemandem vom Rechnungshof, mit einem ehemaligen Prüfer des Rechnungshofs, der Wolfgang Lederbauer, und mit dem Präsidenten des Vereins der Wiener Wende. Und der Wohlmeier hat 3 Tage später nach dem Gespräch, weil wir haben dort 3 Stunden geredet und sind sehr in Details hineingegangen, und er hat mir erzählt, wie er beim Spindelecker war mit dem Beschhorn, der wird euch wahrscheinlich nichts sagen, ist der ehemalige Chef von der Finanzprokuratur, und über die Causa Hypo und andere Dinge gesprochen hat, wo ursprünglich nur 10 Minuten vereinbart wurden, letztlich sind es dann 2 Stunden geworden, und er hat mir noch ein paar andere Details erzählt und auch seinen Kontakt zum Albrecht Schachtschneider. Ich weiß nicht, ob euch das der was sagt. Ja, also der ist in Deutschland der Verfassungsexperte, der ja auch beim Verfassungsgerichtshof in Karlsruhe gegen den ESM-Rettungsschirm und alle seine Rechtsmittel ergriffen hat, auch teilweise erfolgreich. Und der Schachtschneider hatte eine ganz klare Meinung zur EU, und das war das Gespräch mit diesem 24-Jährigen, das ich hatte. Nämlich der Schachtschneider sagt, die EU ist so eine Diktatur. Ja? Und der Wohlmeier sagt das Gleiche. Und das müsst ihr euch vorstellen, schickt er dann 3 Tage später an die Regierung, da war der Kurz dabei, da war der Klug dabei, der Mitterlehner, dann der neue Finanzminister, wie heißt denn der schnell? Der Schelling, dann der Bundeskanzler, der Bundespräsident und der Leitl, der Wirtschaftsbundpräsident, schreibt ihnen einen Brief, und zwar am 8. und am 9. September, schickt mir die Kopie, und da steht im ersten Absatz, letzter Satz unten, weil er das aufgegriffen hat, worauf ich ihn aufmerksam gemacht habe. Ich habe ihm gesagt, sieh, es kann nicht sein, dass wir heute fast 80 Jahre nach 1938, wo sich 99,7% am 13. März für den Anschluss an das Deutsche Reich entschlossen haben. Und ich entschuldige, wenn ich jetzt diesen Bogen zurückmache. Ja, dass wir heute in der gleichen Situation sind und genau dieselbe, auf demselben Maße die Hosen voll haben. Ich habe ihm dann das zitiere ich gern den Ernst Happel, der nach dem 8-0 oder 0-8 gegen Spanien in einem Interview gesagt hat, damals 1991 oder 92, mit braunen Strichen in der Hose kann man nicht Fußball. Bitte was? Sogar 0-9. Ah, 0-9, danke. Der Happel hat damals gesagt, mit braunen Strichen in der Hose kann man nicht Fußball spielen. Und ich habe Wohlmeier damals in einem 3-stündigen Gespräch gesagt, Sie, mit braunen Strichen in der Hose kann man keinen Staat führen. Ich kann kein Volk doch bitte so anführen, wenn ich von außen fremdbestimmt werde und mir quasi vorgegeben wird, was ich zu tun habe. Weil Christine Lagarde, die halt vom IWF uns vorschreibt, welche Sparmaßnahmen wir zu ergreifen haben, schreibt uns vor unserer Regierung, was sie zu tun hat. Wir haben keine Selbstbestimmung mehr. Und das hat der Wohlmeier auch in diesem Brief konstatiert. Und da hat er den letzten Satz vom ersten Absatz, weil er die Regierung auf das hingewiesen hat und noch einmal explizit, weil er hat ja auch Untersuchungen gemacht über die Verhältnisse. Was ist durch diesen ESM-Rettungsschirm, allein durch dieses Beispiel, verloren gegangen? Für die Republik Österreich ist damit die monetative Hoheit verloren gegangen. Wir haben keine Entscheidungsgewalt mehr, kein Selbstbestimmungsrecht mehr über die Verwendung unserer Steuergelder. Und wenn man weiß, dass 75% der Gesetze, die wir, unter denen wir hier leben müssen, in Brüssel
entschieden werden und beschlossen werden. Dann hat man den Eindruck, ihr müsst es ja so sehen wie in einer Kapitalgesellschaft. Also es gibt dort die Kapitaldemokratie. Je nachdem, wie hoch meine Einlage ist als Gesellschaft, also sind meine Stimmrechte. Ja? Und wenn ich weiß, wenn ich jetzt sagen würde, unser Land ist ein Unternehmen und die Regeln oder die Geschäftsordnung und die Geschäftsbedingungen, wie das Unternehmen zu arbeiten hat und sich auszurichten hat, werden zu 3/4 in Brüssel bestimmt, dann bedeutet das, dass ich zwar eine Minorität habe, vielleicht eine Sperrminorität mit 25%, aber es bedeutet im Klartext, dass ich in Wahrheit nicht mehr darüber entscheiden kann, welche Gesetze hier eigentlich anzuwenden sind. Und jetzt müsst ihr euch das aber vorstellen, im übertragenen Sinne, auf diese neuen Handelsverträge wie TTIP oder TISA, wo es darum geht, das Wasser zu verstaatlichen oder was auch immer. Naja, aber weißt du, 1938 bei dieser Abstimmung am 13. März, das war ein Sonntag, hat es in sehr vielen Wahlkreisen auch nur Stimmzettel gegeben, wo du kein Nein ankreuzen konntest, sondern nur ein Ja. Ja? Also glaubst du meinst, die Methoden haben sich nicht geändert. Das ist völlig wurscht. Also ich würde nichts auf die Mündigkeit des Volkes oder des Bürgers zurückführen oder auf die Unmündigkeit, sondern einzig und allein auf die Tatsache, und damals sind wir von Wranitzki regiert worden, und wer das weiß, der Wranitzki ist eigentlich einer der häufigsten Besucher von den Bilderberger Sitzungen, weil der war dort, glaube ich, 15 Mal, neben Scholten und neben andere Leute. Der Scholten sitzt ja sogar im Exekutivkomitee. Aber das stammt aus der Zeit Wranitzki. Der Wranitzki war ein Banker, und wer weiß, dass in den letzten 30 Jahren eigentlich unsere Finanzminister alle aus den Banken kommen, und der Bröll war ja auch bei der Raiffeisen und der Schelling war halt bei der Volksbank. Den hat man jetzt deswegen genommen, weil man die Volksbank jetzt retten muss in dem Frühjahr, weil sie den Stresstest nicht bestanden hat. Aber ich war beim Wohlmeier. Und der Wohlmeier sagt dann in diesem Brief, den er schickt am 8. September an die ganze Regierung, wo er auf das hinweist, und er sagt wörtlich, dass dieses System uns anonym versklavt hat. Ja? Und dann hat er im ersten Absatz einen Schlusssatz, und das hat mir so gut gefallen, weil ich neige auch dazu, gerne so biblische Nomenklatur zu verwenden, also so Redewendungen oder Schreibweisen aus der Bibel. Und der Wohlmeier schreibt dann der Regierung tatsächlich, das muss man sich vorstellen, schreibt, und ich erinnere an die apokalyptische Aussage, dass beim letzten Gericht die Feigen noch vor dem Untätern zur Rechenschaft gezogen werden, und schäme mich für die Vertreter meines Vaterlandes mit vorzüglicher Hochachtung. Unglaublich. Ich bin dann dort gesessen, wie ich das gelesen habe. Ich habe mich natürlich gefragt, ob ein Zusammenhang damit besteht zwischen dem Gespräch, das ich mit ihm 3 Tage vorher am Freitag geführt habe, weil am Montag hat er das weggeschickt, und kurioserweise zeitgleich, als ich vor einer ähnlich großen Versammlung gesessen bin, nur waren es alles Nationalratsmitglieder, Parlamentarier, Politiker. Ich kann mich noch gut erinnern, da auf der Seite ist gesessen der Herr Dr. Hetzer von der Europol, der auch Buchautor ist. Der hat sich natürlich überhaupt nicht mit der Realität abfinden wollen, wie dieses kooperative Firmenkonstrukt, unter dem wir leben, tatsächlich funktioniert. Aber es gibt ein Band von dieser Sitzung, es ist eine Geheimsitzung gewesen offiziell. Wir hatten 2 am 8. und am 23. Aber als ich dann die Reaktion von Wohlmeier gelesen habe und mir auch den Schachtschneider angehört habe, weil der war 2 Wochen später in Linz bei einer Veranstaltung, wo ich auf dieses Thema eingegangen bin, da bin ich für mich selbst zu dem Ergebnis gekommen, dass wir stolz darauf sein können, dass Leute aus einer Generation, die diese Zeit noch kennen, offenbar die Courage und den Mut haben, unseren Mächtigen, und da ist wurscht, ob der Bundeskanzler ist oder Justizminister, weil dem Brandstedt hat das ja auch geschickt, oder Bröll heißt, er sagt denen ganz klar. In diesem Zusammenhang, mir ist etwas aufgefallen, die Christine hat mich darauf aufmerksam gemacht, in diesem Zusammenhang auf die Frauen, die Zierrosen der Menschheit, gell, zum Wohl. Na, die Christine hat mir aufmerksam gemacht, dass es
In der Juristerei nennt man das entweder spezialpräventiven oder generalpräventiven Effekt. Wenn du das kennst, die Spezialprävention ist etwas, das kommt aus der Rechtsprechung vor 300, 400 Jahren. Man hat damals Urteile am Dorfplatz öffentlich exekutiert, wo die Leute halt dann auf einer Bühne quasi bestraft worden sind. Und das sollte den generalpräventiven Effekt haben, nämlich das ist eine Art von Abschreckung. Es sollte potenzielle Täter von der Nachahmung der Tat abschrecken. Ja, das nennt man Generalprävention. Die Spezialprävention ist was anderes, das geht dann nur auf die Einzelperson ein. Ich hatte das ja 44 Monate erlebt, wo man versucht hat, mich zu bekehren. Ja? Mich zu bekehren und unter das System zu bringen. Meine Frau hat mir über 2 Jahre lang durch die Glasscheibe mit Kopfhörer einmal in der Woche, jedes Mal in der Dauer von 15 Minuten versucht zu erklären, dass es doch besser wäre, sich mit dem System zu arrangieren. Das habe ich aber nicht gemacht. Hat dann letztlich auch dazu geführt, ist übrigens eine Kärntnerin, eine Gebürtige, die in Graz Jus studiert hat, war 10 Jahre mit einer Kärntnerin verheiratet. Aber dieses System wollte ich nicht so akzeptieren, deswegen musste ich 44 Monate lang mich damit auseinandersetzen und hatte das System dort getestet. Darf ich fragen, was hat man Ihnen da vorgeworfen? Anlagebetrug. Ja, Wertpapierbetrug. Wertpapierbetrug. Das Problem war, 98 ist die Bundeswertpapieraufsicht gegründet worden. Ja? Da gab es die Novelle im Wertpapieraufsichtsgesetz. Das hat gleichzeitig dazu geführt, dass die damaligen Finanzdienstleister restriktivere Auflagen bekommen haben, Qualifikationen nachweisen mussten, um diesen Beruf ausüben zu dürfen. Ich hatte damals diese Tätigkeit 6 oder 7 Jahre lang schon ausgeübt, über 93 für ein britisches Investmenthaus tätig. Und dann 94 habe ich über einen Introducing Broker, ich war auch selbst beteiligt beim Unternehmen, das war die Dynamic Capital Management, hatten wir über JP Morgan unsere Transaktionen abgewickelt. Das wird Sie kennen. Ja? Ich habe dann danach über Credit Suisse, UBS, LGT, also die Liechtenstein Global Trust, meine Portfolio-Managements abgewickelt. Ich habe dafür eine Aktiengesellschaft gegründet und habe dann 97 den Antrag bei der EBK gestellt, die Eidgenössische Bankenkommission, auf Vergabe einer Lizenz für Bankgeschäfte. Da gibt es eine Vorstufe, das ist der Effektenhändler. Und hatte dann in Österreich, da hatten wir eine AG gegründet und in Österreich eine Tochtergesellschaft, zwar GmbH, die diese Geschäfte abgewickelt. Und die BWA ist dann plötzlich einmal gekommen und hat gesagt, na, dafür brauchen wir eine Konzession. Und wir haben uns das genau angeschaut und gesagt, na, dafür brauchen wir keine Konzession, so wie es wir durchführen. Und das hat aber dann dazu geführt, dass man nicht mit denen auf dem normalen, das hat aber dann dazu geführt, und das kannst du heute so sehen, alle Aufsichtsbehörden, die in Europa, egal ob Deutschland, ob es die BaFin war oder in Österreich die BWA, die dann nachher 2002 in FMA umgenannt worden ist, weil ja der Verfassungsgerichtshof sich für verfassungswidrig erklärt hat, sind eigentlich nicht dazu errichtet worden, dass man die Anleger und die Sparer schützt, sondern es hat sich herausgestellt, dass durch interne Weisungen, die im Finanzministerium an die Behörde ergangen sind, dass die den Auftrag bekommen haben, die Banken gar nicht zu prüfen. Die hatten eine interne Weisung, das haben sie dann gegenüber dem Oberlandesgericht bestätigt, einige FMA-Mitarbeiter, ja, wörtliche Aussage im Protokoll von der Hauptverhandlung, ja, wir haben gedacht, das wird schon stimmen. Bilanzprüfung. Und das hat dazu geführt, dass man plötzlich draufkommt, dass solche Geschichten wie BAWAG, wo ein paar Milliarden verschwinden. Und ich kann euch sagen, ich weiß das sehr gut. Ich weiß, wie Transaktionen über JP Morgan, Morgan Stanley oder über diese Investmentbanken abgewickelt werden. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, deswegen hatte ich damals auch einen Clinch, ja, weil ich relativ frühzeitig aus diesem Unternehmen wieder mich zurückgezogen habe und ausgestiegen bin, weil ich festgestellt habe, dass die von 100 Millionen, die sie jetzt akquiriert haben, die Anleger gar keine Gewinnchance bekommen haben. Und zwar aus einem ganz simplen Grund. Nicht, weil der Kurs jetzt in die falsche Richtung gelaufen ist,
sondern weil wir über dieses Brokerage, über die anerkanntesten und führendsten Investmenthäuser nichts anderes gemacht haben, als durch ständiges Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren, ja, werden Gebühren verursacht. Transaktionsgebühren. Bei jeder Transaktion kaufen, verkaufen, werden Gebühren verursacht. Und wenn du das jetzt, das nennt man dann Churning, wenn du das jetzt oft machst, also jeden Tag, dann hast du am Ende von jemandem, der 1 Million investiert hat, das Kapital von dem transformiert. Und zwar insofern transformiert, dass du eine Provision für dich daraus gemacht hast, die 50%, 60%, 70% ausmacht. Das glaubt man nicht. Und der Gewinn, den der erzielt hätte über die Kurssteigerung, der wird nicht realisiert, sondern der wird ihm letztlich umgewandelt in Provisionen. Das heißt, wenn ich halt 100 Millionen, wenn halt eine Investmentbank für derartige Transaktionen 100 Millionen akquiriert hat, dann hat sie 60 Millionen verdient durch die Gebühren, die sie in den ersten 2, 3, 4 Wochen allein durchs Hin und Her ständig verursacht hat. Und das kann man aber auch im Hintergrund machen, ohne dass ihr das merkt. Also ich kann die Unterschiede zwischen Bid- und Ask-Kursen bei Devisen, Edelmetallen oder anderen Dingen, die ich auf den Terminmärkten habe, das kann der Flöttl machen. Ich weiß das. Das siehst du nicht. Da verschwinden Hunderte von Millionen. Und ein Flöttl, seine Erklärung gegenüber der Bandi und Ordner war ja seinerzeit AD, dass er gesagt hat, weil so ist ja die Frage aufgedacht, na, was ist mit dem Geld von der BAWAG passiert? Nicht? Und der Flöttl hat seinerzeit erklärt, ja, der Server ist abgestürzt und die ganzen Daten sind verloren gegangen. Die Bandi und Ordner hat ihm dafür nur 2 Jahre gegeben. Die Bandi und Ordner wird dann kurz nach dem Verfahren Justizministerin. Und der Krakow, können Sie sich an den erinnern? Georg Krakow, Ankläger, Chefankläger, Staatsanwalt, ja, wird Staatssekretär. Nicht? So, ich sitze von Peter Pilz und sage sie, wie ist es möglich, dass ein Chefankläger während einem laufenden Verfahren, wo der Angeklagte der Flöttl war, dass der Chefankläger zu dem auf die Bahamas fliegt oder sich mit dem in Bratislava trifft? Wie gibt es, dass der Krakow als Ankläger einen Angeklagten wie einen Flöttl in Bratislava trifft und auf die Bahamas, während das Verfahren läuft? Der Pilz hat gesagt, ja, das haben wir uns auch gedacht und überlegt, aber wir sind nicht draufgekommen, warum der das gemacht hat. Nachdem ich weiß auch, wie das Gutachten ausgeführt ist, weil ich kenne den Gutachter, den Dr. Kleiner, weil mit dem bin ja ich zusammengekracht und ich habe ihn ja als... Der Fritz Kleiner. Und na, der macht die Hypo, glaube ich, macht er nicht. Aber in der BAWAG war er der Sachverständige. Ja? Der ist auch sehr bekannt, weil der verrechnet gern mehr Honorare, als ihm eigentlich zustehen. Wer? Ah. Ja. So jetzt. Ja, interessant ist in dem Zusammenhang, ich habe das ja schon erwähnt, weil ich hatte ja auch ein Gespräch, weil es hatten sich ja, also ich hatte in den letzten 5, 6 Monaten so weit über 50.000 E-Mails erhalten. Und da waren sehr, sehr viele Informationen dabei, wo die Leute mit Sachverhaltsdarstellungen gekommen sind, mit Erzählungen, mit Geschichten, die du sonst nicht erfährst. Weil sie nicht über die Medien verbreitet werden und die Politiker, denen sie geschickt werden, dort verschwinden diese Sachverhaltsdarstellungen. Jetzt habe ich das Gefühl gehabt, dass sie ganz Österreich bei mir anstellt und mir sein Wissen erzählt. Und da war unter anderem auch dabei, weil du dieses Thema jetzt noch ansprichst, Gutachten, die Causa Haider. Ich will jetzt nicht sprechen von seiner Schwester oder von seiner Mutter oder von seinen Wegbegleitern, die ihn jahrzehntelang begleitet haben. Ich hab das schon öfter gesagt, ich habe den Haider nie gewählt, aber ich verstehe ihn heute wesentlich besser als damals. Ja? Witzigerweise, ich wusste nie, ich habe auch nicht gewusst, dass er dasselbe Sternzeichen hat wie ich. Und wir haben, bitte? Ja, Wassermann. Ja. Und mir haben viele Leute von ihm Geschichten erzählt, wie er war als Mensch. Ich hab deswegen zu ihm eine gewisse Distanz gehabt als 20- oder 25-Jähriger, weil ich dieses Patriarchalische
diesen patriarchalischen Führungsstil, den er gepflegt hat, ja, mit dem habe ich nicht umgehen können. Das ist nicht meine Art von Politik und daraus habe ich meine Schlüsse gezogen. Aber wer sich die letzten Wochen oder Monate anschaut, das ist nicht nur die Elefantenrunde, die stattgefunden hat, ein paar Tage bevor das passiert ist dann, war mit Molterer, mit dem Strache und mit dem, wer war denn da, war da der? Ja, da hat er das Raiffeisen-Thema unter anderem auch angesprochen. Aber das ist gar nicht das Thema, sondern das Thema war das Gutachten. Der Heirat hat ein paar Tage, bevor er verstorben ist, ein Gutachten erhalten. Da war unter anderem auch, waren die Unterlagen dabei von der PricewaterhouseCoopers. Das war so ein Stapel Papier. Und nachdem ich einen italienischen Journalisten getroffen habe, der am Unfallort war, eine halbe Stunde, bevor die Polizei dort war, und die hatten ja dann verboten, dort weitere Fotos zu machen, die dann veröffentlicht werden, hatte ich Fotos gesehen, wo das Gutachten, und du kannst den Schlussbericht, was ist im Auto gefunden worden, Handy, Schlüssel, Uhr, was war's, hat man eben nicht angeführt, dass dort ein Gutachten im Auto war. Und am Foto habe ich es aber gesehen. Und der Beamte am Unfallort hat es dann in Händen gehabt. Also ich habe auch diese Fotos. Das ist weg, ist verschwunden. Das war das Thema Gutachten. Und der Heider hat ja auch einen angekündigt, das hat er seiner Mutter ja anvertraut, dass er die Raiffeisen hochgehen lassen wird. Genau. Ja? Marquese Auswahl bitte. Das hat er ja sogar gesagt, da werden die Leute staunen, was da noch daherkommt. War das letzte Wort. Richtig. Und es ist ja auch dadurch erklärbar, dass ein Wranitzky, der ein Bilderberger ist, und das ist die Frage, wer ist das überhaupt? Wo sind die Bilderberger? Weil von der hören wir ja jetzt im Jahr 2015, im April, ist in Innsbruck geplant die Bilderberger-Sitzung. Wo? In Delfs. Und ich weiß, wie die Tiroler sind, und die sind extrem grantig auf den Wasserkopf in Wien. Kastnudeln? Ja. Kastnudeln habt ihr da? Ich liebe Kärntner Kastnudeln. Wirklich. Vor allem die handgemachten. So mit Butter, gell? Ich bin nur durch meine Recherchen draufgekommen, warum er für den Wranitzky so ein Feindbild war. Das hat einen Grund. Und der Wranitzky hat ja immer kategorisch ausgeschlossen, ja, mit dem Haider auch nur irgendetwas zu machen. Und der Wranitzky war ja, oder ist nach wie vor ein Bilderberger, weil er sitzt ja, glaube ich, heute noch dort. Ich weiß nicht, wann sein letzter. Es gibt ja so schöne Teilnehmerlisten. Falls ihr das übrigens nicht wisst, bei der vorletzten Bilderberger-Sitzung hat jemand veröffentlicht von den Angestellten eines Hotels, ja, gab es also die ausdrückliche Anweisung, sollte jemand von diesem Hotel bekannt geben, wer an dieser Sitzung teilgenommen hat, kriegt er nie mehr im Inland einen Job. Da fällt mir jetzt der Bröll ein. Der Bröll hat Vorstandsmitglied von einer Bank nach einer Sitzung, das gibt es auch im Internet, wörtlich gesagt, ich werde dafür sorgen, dass du nie mehr einen Job kriegst. Also unseren Landeshauptleuten ist es offenbar möglich, jemanden mit der Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz zu drohen. Das ist nach Strafrechtsgesetz, der § 105, gefährliche Drohung. Wenn sie jemanden damit drohen, seine wirtschaftliche Existenz zu zerstören, dann ist das eine gefährliche Drohung. Diese Leute können das offenbar ungestraft. Diese Leute können auch ungestraft Folgendes machen. Sie können dafür sorgen, dass ein Kobra-Einsatz, der bei ihnen zu Hause stattfindet, wo man den Bröll aus dem Keller rausholt, weil er vorher seine Frau angeblich verprügelt hat, und das haben ja Nachbarn bestätigt, ob es damit zusammenhängt, ob jetzt das fünfte Kind oder das vierte Kind unterwegs war, das vierte gerade auf die Welt gekommen ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber solchen Leuten ist es möglich, das muss man sich vorstellen, mir das der Landessprecher von einer Partei vor 2 Wochen erzählt, dass der Leiter der Cobra, von dieser Cobra-Einheit, die diesen Einsatz hatte, unter Druck gesetzt worden ist, dass er seinen Job und die Pension verliert, wenn er gegenüber Medien oder anderen Dritten bestätigt, dass dieser Einsatz stattgefunden hat. Und das müsst ihr euch vorstellen, die ganzen Unterlagen und Aufzeichnungen über diesen Cobra-Einsatz sind weg, sind verschwunden. Wer? Der Bröll? Ja, er hat damals aus dem Keller hat er mit seinem Handy angerufen und
Und die sind dann gekommen, das war's. Also so ist es mir berichtet worden, ich war ja nicht dabei. Ja. Aber diesen Leiter von dieser Cobra-Einheit, den hat man angedroht, das zu machen. Und die anderen haben die Anweisung, kein Wort darüber zu verlieren. Und der Akt ist verschwunden. Also diese Leute haben Möglichkeiten, die man sich nicht vorstellen kann. Und nachdem man ja sagt, also man verbreitet über den Herrn Bröll, dass er mehr oder weniger der Oberfreimaurer da in Österreich sein soll, man sagt ja, er ist der Schattenkanzler, ja, ist das für mich furchtbar spannend, weil mein Prokurist in meiner AG war auch Freimaurer. Und der hat mich in stundenlangen Autofahrten, wo wir nach Zürich gefahren sind oft, oder wenn wir geflogen sind, immer wieder, komm doch einmal zu uns, zu einer Sitzung. Der war gleichzeitig auch Präsident der jüdischen Kultusgemeinde. Den nannte man Gerard Sonnenschein. Ich sage das gerne offiziell. Liebe Grüße, Gerard. Ja, der Richter hat mir nach seiner Einvernahme, weil der Gerard hat bei 70 Fragen, gesagt, der kann sich nicht mehr erinnern. Dann bei der Hauptverhandlung. Er war Prokurist von meiner AG. Ist ja interessant, der Richter hat dann auch seinen Kommentar dazu abgegeben und hat gesagt, Herr Goldberg, ich hieß damals noch Goldberg, er hat gesagt, Herr Goldberg, Sie hätten sich Ihre Führungskräfte vielleicht nach anderen Kriterien aussuchen sollen. Aber ich weiß, wie diese Freimaurer sind und ich habe den erlebt. Ich weiß auch, wie er im Berufsalltag war. Wenn das für mich eine Art Vergleichsindex oder Benchmark, sagt man in der Fachnomenklatur. Wenn das ein Benchmark ist dafür, wie ein Freimaurer ist und was ein Freimaurer ist, dann kann der Herr Bröll ein zehnfacher Freimaurer sein. Ich habe vor diesen Leuten keinen Respekt. Aber wir waren beim Wranitzky und beim Haider, weil diese Freimaurer hängen mit den Bilderbergern zusammen. Also die Bilderberger ist eine Gruppe, die von der Rothschild-Dynastie gegründet worden ist. Die Rothschild-Dynastie ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Meier Amschel-Bauer hat er geheißen, völlig richtig. Und er hat sich dann 1770, hat er seinen Namen gewechselt in Rothschild. Jetzt wird man sich natürlich fragen, warum Rothschild? Die hatten über dem Haus ein Schild hängen, ein rotes, und da war ein Davidstern oben. Deswegen habt ihr heute auf der Nationalflagge von Israel den Davidstern oben. Weil der Rothschild hat sich ja Israel versprechen lassen, damals vom Lord Arthur Balfour, das war der britische Außenminister, ja, der ihm quasi das ist der Balfour-Akt gewesen, der im 1917 die Rückgabe von Palästina versprochen hat, als Gegenleistung dafür, dass er den Präsident Woodrow Wilson davon überzeugt, 1917 in den Ersten Weltkrieg einzutreten. Das ist dann auch passiert. Ja. Das ist ja wirklich verrückt, das muss man sich vorstellen. Sich das vorzustellen. 1776 hat der Rothschild die Illuminati, oder besser gesagt den Freimaurerverein, neu gegründet in Bayern. Im gleichen Jahr ist ja die Unabhängigkeitserklärung veröffentlicht worden vom Jefferson. Vom Jefferson weiß man, dass er Freimaurer war. Man weiß vom Jefferson auch, dass er ca. 200 Sklaven beschäftigt oder sagen wir so unter seiner Kontrolle gehabt hat. Also der Jefferson war vielleicht von seinem geistigen und intellektuellen her, ja, ein prädestinierter Mann, um diese Unabhängigkeitserklärung zu formulieren. Ja. Es war ja nicht der Washington war ja eher ein Feldherr. Ja. Aber der Jefferson war ein ursprünglicher Freimaurer. Und wenn man das jetzt plötzlich auch in einen Zusammenhang bringt, die sind in Bayern im selben Jahr gegründet worden, unter Alexander Hamilton, ein Rothschild-Mann, war der erste Finanzminister in den Vereinigten Staaten von 1776 bis 1804, neben Washington. Und das war ein Rothschild-Mann, der interveniert hat und versucht hat, im neuen unabhängig erklärten Volk der Vereinigten Staaten von Amerika das Monopolrecht für das Gelddrucken zu bekommen. Das hat er bekommen, und zwar für die ersten 20 Jahre. Dann haben der Jefferson und der Washington festgestellt, im Moment, was der da betreibt mit seinem Geldsystem, ist ja eigentlich kriminell. Es ist ja ein Wucher, weil der Rothschild hat damals, wenn du der Einzige bist, der Geld druckt, ja, und du weißt, es gibt Leute, die brauchen dringend Geld, dann kannst du natürlich hohe Zinsen verlangen, weil die Nachfrage bestimmt den Preis. Und der Zins ist nichts anderes als der Preis für das Geld, den du bezahlen musst. Ja? Also es ist eine Art von Miete. Deswegen zählt ja Geld zu den drei Produktivitätsfaktoren. Wir kennen ja nur drei. Arbeitskraft, Grund und Boden und Geld.
Arbeitskraft bringt in einem Jahr durch seine Produktivität und Leistung ein Einkommen. Ja? Grund und Boden bringt durch die Vermietung und durch die Verpachtung ein Einkommen. Und Geld bringt durch Zinsen ein Einkommen. Wenn ich jetzt Geld ausbohren will und je höher der Zins ist, dann ist der Preis hoch, dann ist die Nachfrage hoch nach Geld. Ja? Und der Rothschild hat damals extrem hohe Zinsen verlangt. Und dann ist der Jefferson irgendwann einmal zu dem Ergebnis gekommen und die haben ja auch gewusst, wie das Geldsystem damals funktioniert, also auf welchen Grundlagen es aufbaut. Und so ist es dann ja auch zu Zitaten gekommen, die der Jefferson gesagt hat, damals im Kongress gegenüber dem Hamilton. Also wenn ich könnte, dann würde ich in der Verfassung einen Artikel noch einbringen, der es in Zukunft jeder Regierung verbietet, sich Geld auszuborgen. Aber der dient nur dazu, weil den Zinssatz, den die Zentralbank festlegt, der ist ja für dich kein Maßstab. Der ist ja nur Maßstab für die Geschäftsbanken. Der Zinssatz, der für dich Maßstab ist, ist der Euribor oder der Libor und der wird unter den Geschäftsbanken vereinbart. Ja? Aber es hat ja einen Grund, warum der damals schon gesagt hat, ja, also eigentlich, mir sollte man jeder Regierung verbieten, sich Geld auszuborgen. Und dann gibt es ja noch diesen lustigen Ausspruch vom Washington, den dann Bertolt Brecht dann nachher etwas umgewandelt hat, als er gesagt hat, eine Bank zu gründen ist ein größeres Verbrechen, als eine Bank zu überfallen. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, na gut, das ist 200 Jahre her, als die Leute das gesagt haben. Das, also wir wissen, das sind keine Deppen gewesen, die müssen ja einen Grund gehabt haben. Und wer das weiß, der weiß auch, dass im 18. Jahrhundert sehr viele Staatspleiten in Europa waren. Und diese Leute haben ja daraus gelernt. Weil in Amerika hat es ja nur Indianer gegeben und da hat es ja vorher kein Geldsystem gegeben. Und das britische Empire hat ja in den ersten Jahrzehnten oder Jahrhunderten mehr oder weniger die Amerikaner mit ihrem britischen Pfund versorgt. Das heißt, es ist um den Kampf gegangen in Österreich, in Amerika, dieses Monopol zu bekommen, Geld zu drucken. Und nachdem der Rothschild seine Leute also da immer beherrscht, er hatte damals die Bank of England schon, war ja unter seiner Kontrolle, die war unter seinem Eigentum zu diesem Zeitpunkt. 1823 hat er die Kontrolle von der Vatikanbank übernommen, also die Bankgeschäfte abgewickelt. Die IOR ist ja erst dann im 20. Jahrhundert gegründet worden, in den 30er Jahren. Aber er hatte damals gelernt aus der Erfahrung von John Law oder von Jakob Fugger, der ein, zwei Jahrhunderte, die Fugger-Dynastie, vor ihm im 15. Und, also im 16. und 17. Jahrhundert in Deutschland und in Österreich oder in Europa eigentlich die Zentralbanker waren. Weil der Fugger war der den Habsburger, den Karl dem I., immer wieder Kredite gegeben hat, um dessen Kriege führen oder finanzieren zu können. Nicht? Und hat dann aber irgendwann einmal ein sogenanntes Klumpenrisiko gehabt in seiner Bilanz, weil von seinen Gesamtforderungen, die er über die Jahrzehnte, der hat ja dann auch eine Dynastie aufgebaut, an die Habsburger vergeben hat, waren 45% Forderungen an die Habsburger. Und nachdem die dann irgendwann einmal begonnen haben, ihre Kriege zu verlieren, haben sie die Kredite nicht mehr zurückzahlen können und der Fugger hat dann im 17. Jahrhundert Konkurs anmelden müssen. So ist zusammengebrochen. Er hat damals die Kontrolle gehabt über alle europäischen Edelmetallminen. Kupfer, Silber. Aber es ist zusammengebrochen. Und der Rothschild hat daraus gelernt und hat gesagt, naja, eigentlich ist es ja so, wenn ich Monarchen einen Kredit gibt, damit die ihre Kriege führen, dann kann es sein, dass ich das abschreiben muss. Und wenn ihr euch heute anschaut, seit 1800 bis 2014 hatten wir 228 oder 29 Staatspleiten. Und jetzt ist der Rothschild auf die Idee gekommen und hat gesagt, das muss ich anders machen. Und da spielt das jetzt eine große Rolle, was für Zeit das hineinfällt. Weil zu der Zeit, im 19. Jahrhundert, gab es ja den Konflikt oder die Sklavenfrage, die ja dann der Lincoln als Präsident erst so richtig zum Thema gemacht hat. Der Vorteil war damals auch der, dass durch das Verbreiten oder durch das Vergrößern der Eisenbahnlinien man damals als Präsidentkandidat ja überhaupt so viele Bundesstaaten in kurzer Zeit bereisen konnte. Das war ja vorher gar nicht möglich. Und der Lincoln hat dadurch eine große Anzahl von Menschen erreicht und hatte seine Vision von der Union, die
auf der Grundlage der Unabhängigkeitserklärung, nämlich die Freiheit, die Gleichheit und das Recht auf Glückseligkeit und auf Selbstbestimmung in den Vordergrund gestellt hat und gesagt hat, wir haben keine Rechtssklaven zu halten. Das haben wir nicht. Weil, warum soll der A ein Recht haben, dem B vorzuschreiben, was der B zu tun hat und der A nicht einhalten muss? Das geht nicht. Und deswegen hat er auch gesagt, mit dieser Form von Gesetzen, ja, kann man zwar ein Volk, ein ganzes Volk, also man kann alle für eine Zeit lang in die Irre führen. Man kann einen Teil immer in die Irre führen, aber kann nie alle immer in die Irre führen. Das geht nicht. Das hat er damals im House of Divided Speech gesagt. Und das hat dazu geführt, dass wir einen Bürgerkrieg hatten. Das müsst ihr euch aber vorstellen, das weiß ja auch niemand, weil ein Rothschild, der vorher in ganz Europa, England, Frankreich, Deutschland, Italien, finanziert hat in den Kriegen, die sie gegeneinander geführt haben. Weil der Jakob Rothschild hat die Franzosen finanziert, der hat die Engländer finanziert und der andere hat die Spanier finanziert. Nur was glaubt ihr, wer verdient an dem Geschäft? Nur der Rothschild. Das waren die einzigen Gewinner. Und wenn du jemanden, also ich sage jetzt mal, volkstümlich aufhusten kannst oder anstacheln kannst, mit dem anderen einen Krieg zu führen und du weißt, dein Bruder finanziert die anderen, ja, und die gehen dann Schulden bei dem ein, der geht Schulden bei dem ein, dann entsteht plötzlich eine Macht. Und diese Macht, verbunden mit der Einsicht und mit der Erkenntnis, wie das Geldgeschäft funktioniert, hat dazu geführt, dass der Rothschild unbedingt in Amerika dieses Monopol haben wollte, anfangs dann gekriegt hat. Der Jackson hat es ihm dann wieder weggenommen, der Andrew Jackson, weil der hat 1836 alle Kredite der Vereinigten Staaten getilgt und zurückgezahlt. Die waren damals schuldenfrei, weil er das gewusst hat. Er hat danach gesagt, die Hydra ist nur gelähmt, sie ist nicht tot, also die Rothschild-Zentralbanker. Aber 20 Jahre später ist dann der Lincoln gekommen. Und das ist jetzt, das spielt jetzt eine große Rolle, weil das ist um die Sklavenfrage gegangen. Und am Anfang hat es ja für die Union sehr schlecht ausgeschaut gegen die konföderierten Staaten im Süden. Aber wer weiß, dass der Rothschild das ausgelöst hat, indem er den Napoleon das Geld gegeben hat, um in Mexiko unten wieder eine ehemalige französische Kolonie, weil Mexiko war eine französische Kolonie, eine ehemalige französische Kolonie wieder zurückzugewinnen und die Grenze an den Südstaaten dicht gemacht hat mit den Franzosen, durch Napoleons Hilfe, aber durch sein Geld. Und wer weiß, dass er gleichzeitig zum selben Zeitpunkt die Engländer nach Kanada geschickt hat, die die Grenzen der Amerikaner im Norden dicht gemacht haben, in Kanada. Also wir haben oben England gehabt und unten Frankreich. Und der Lincoln war intern in einem Streit mit dem damaligen Präsidenten der Südstaaten, das war der Davis. Hat der Lincoln gewusst, dass er kommt auf einen Krieg zu, er steuert auf einen Krieg zu. Und dann ist Folgendes passiert, weil er hat, auch der Lincoln war in einem permanenten Streit mit dem Rothschild. Dann ist Folgendes passiert, als er sich die ersten Kredite aufnehmen wollte, hat der Rothschild von ihm 24% Zinsen verlangt. Und dann sogar, also zwischen 24 und 30, so ganz bewusst, damit der Lincoln das ablehnt. Das hat er dann auch abgelehnt. Der Lincoln hat dann seinen Berater gefragt, was er seiner Meinung nach tun soll. Der hat ihm dann ganz klar gesagt, na, er druckt ein eigenes Geld. Weil wenn das Volk, wenn der Kongress das bestimmt, und es gibt ja heute noch den Artikel 1, Ziffer 8, in der amerikanischen Verfassung, dass es jedem gestattet ist, Geld zu drucken. Jedem. Und der letzte österreichische Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, der Hayek, von Hayek ist er eigentlich gewesen, hat auch ausdrücklich in seinem Werk damals gesagt, dass es jedem, so ist es ja zu unserer Privatisierung gekommen, also was wir heute kennen, sind eigentlich Ideen, die von Österreichern stammen. Das war der Hayek und der Schumpeter. Aber der Hayek hat gesagt, dass jedem das Recht gegeben sein muss, Geld zu drucken. Weil durch den Wettbewerb, der dadurch entsteht, sich herauskristallisiert, welches Geld wirklich werthaltig ist. Weil man wusste aus der Vergangenheit, dass kein Geld werthaltig ist.
habe es in Rom vor 2000 Jahren, als der Cäsar immer wieder ausgefahren ist mit seinen Legionen. Na, ja, was glaubt ihr, woher oder wie der das Geld bekommen hat, um überhaupt Krieg führen zu können? Der hat Investoren gebraucht, um seine Söldner zu bezahlen. Na so. Aber als das immer mehr geworden ist, das römische Imperium immer größer geworden ist, waren die dazu gezwungen, durch ihre Kriege, die sie überall geführt haben, immer mehr Geld, also damals war es noch Münzgeld, Metall, zu drucken. Nur, was am Anfang 100% Gold war, hat sich vom Goldgehalt her Schritt für Schritt reduziert. Das heißt, diese Edelmetallmünzen, die dann gedruckt worden sind, haben einen immer geringeren Goldgehalt gehabt, bis sie irgendwann einmal wertloses Metall wurden. So ist der Begriff Inflation entstanden. Weil immer mehr Geld gedruckt werden musste, aber der Wert, aber der Gegenwert immer geringer geworden ist und man aber nicht in der gleichen Menge Gold gehabt hat. Das war schon vor 2000 Jahren. Und jetzt hat der Lincoln gesagt, okay, dann drucke ich mein eigenes Geld. So ist der Begriff Greenback entstanden. Kennst du den? Die sogenannten Greenbacks, die hat man deswegen so genannt, weil der Dollar früher schwarz war auf beiden Seiten und der Lincoln hat gesagt, naja, Unterscheidungsmerkmal, wir machen es auf der Rückseite grün und deswegen ist der Greenback entstanden und damals die ersten paar Millionen Dollar drucken lassen. Und nachdem der Krieg dann gewonnen war, entscheidende Schlacht war 1863, Gettysburg, ich weiß nicht, wer die Gettysburg Address kennt, niemand. Gell? Es gibt, man sagt bis heute, die berühmteste Rede über das Wesen einer Demokratie hat der Abraham Lincoln gehalten. Und das Besondere daran war, dass das war bei einer Einweihungsfeier von einem Friedhof in Gettysburg. Es war eine Riesenschlacht, die hat mehrere Tage gedauert, Dutzendtausend Tote. Und der Lincoln ist damals von Weitem angereist und hatte dort zur Eröffnung des Friedhofs eine Rede zu halten. Und vor ihm war ein Professor, der hat 2 Stunden lang über sinnlose Dinge geredet. Und der Lincoln redet dann 252 Worte. Das war nicht mehr, die Gettysburg Address. Und man sagt heute, das ist die bedeutendste Rede für die Demokratie. Es ist die bedeutendste Rede in der Demokratie gewesen. So, das war 63 im September. Eineinhalb Jahre später war er tot, weil er ja umgebracht worden ist in einem Theater. Ja? 1865, nachdem er den Krieg gewonnen hat. Und man weiß auch von wem und warum und wieso und was die Hintergründe waren. Aber jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. 22. November und der Lincoln war im April, 13. April 1865. Aber weil du das jetzt erwähnst, muss ich erzählen, weil es ein Spaß ist. Es ist ein furchtbar Spaß. Der Lincoln ist 1860 in den Kongress gewählt worden, der Kennedy 1960. Lincoln, sein Nachfolger, hat Johnson geheißen. Kennedy, sein Nachfolger, hat Johnson geheißen. Ja. Der Lincoln wollte US-Dollar drucken und hat es gedruckt, und der Kennedy auch. Beide sind durch ein Attentat gestorben, beide durch einen Kopfschuss, beide an einem Freitag, beide neben ihrer Frau. Und interessant ist, dass der Kennedy in einem Auto gesessen ist namens Ford Lincoln. Ja? Und der Lincoln in einem Theater gesessen ist, das Ford geheißen hat. Ja? Und nachdem der Johnson dann, der erste Johnson war 1809 geboren und der zweite 1909, das war auch eine Gemeinsamkeit. Und von den Johnsons hat man ja immer wieder erzählt, dass sie sehr schwache Führungspersönlichkeiten waren. Das waren beide. Also das sind interessante Parallelen. Aber ich wollte jetzt auf was ganz anderes hinaus. Schönen Abend. Ich wollte auf was anderes hinaus. Diese Frage der Sklavenschaft, das war ja eine ganz entscheidende Phase. Weil für England als Kolonialherrschaft, für Frankreich, für Holland, für Deutschland war es völlig normal, dass wir damals unsere Kolonialländereien hatten, wo wir dort Sklaven geführt hatten. Die hatten das dort mehr oder minder bewirtschaftet. Wir hatten es nur kontrolliert mit unserem Militär. Aber in Amerika war das eine ähnliche Situation. Es ging um die Sklavenschaft, es ging um die Rechte. Das müsst ihr euch vorstellen, nachdem 1865 diese Sklavenschaft nach dem Sieg der Union durch den Bürgerkrieg abgeschafft worden ist, kommt der Rothschild auf die Idee und führt sie 1871 wieder ein.
indem er nämlich die sogenannte America Corporation in Washington D.C., also der District Columbia, gründet. Das ist seit damals eine GmbH. Erstens. Und zweitens, zum damaligen Zeitpunkt, wo er noch nicht das Monopol für den Dollar wieder gehabt hat, das hat er dann erst 50 Jahre später gekriegt, die Idee gehabt hat, das Konzept des Vatikans zu übernehmen. Die ganze Struktur. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. Unsere ehemalige Post in Österreich hat über 30, 40 Jahre ein Telefonnetz installiert. Das hat so viele Jahre gedauert, bis in jedem Haushalt hat ein Telefonnetz war, mit Kabeln und Anschlüssen und allem. Ja. Der Vatikan hat zwischen dem 13. Jahrhundert und dem 19. Jahrhundert eine ähnliche Struktur aufgebaut, nur auf einer anderen Basis, nämlich auf der Basis der Leibeigenschaft. Und das hat der Rothschild dann übernommen, in der Zeit. Das ist nicht spannend, weil er hat ja nicht nur die Bankgeschäfte für den Vatikan durchgeführt, seit 1823, sondern hat überrissen, dass da seit Jahrhunderten was läuft, was eigentlich die wenigsten wissen. Nämlich, und das hat begonnen im 13. Jahrhundert durch die erste Bulle vom Papst Bonifatius dem 8., die war sehr umstritten, diese Bulle im Mittelalter, wo er durch diese, ich bezeichne sie jetzt Unam Sanctam, sie hat so geheißen, aber ich sage jetzt bewusst Enzyklika, weil ihr euch dadurch vielleicht einfacher vorstellen könnt, was das ist. Es ist eine Verlautbarung. Und der Bonifatius hat damals im 13. Jahrhundert über diese Enzyklika verlautbart, Unam Sanctam, dass es nur eine Weltherrschaft geben kann, weil es ist damals der Streit gewesen zwischen dem spanischen König, das war der Philipp, wer die Weltherrschaft hat. Ist die auf geistiger Ebene positioniert oder auf irdischer Ebene? Es ging damals um einen Streit, wer hat mehr Macht, der Papst oder der Kaiser, die Könige oder der Glaubenshüter. Und mit dieser Bulle hat der Bonifatius die erste Grundlage, es ist die erste von drei gewesen, die in dem Zusammenhang wichtig sind, die erste Grundlage geschaffen, indem er gesagt hat, die Kirche hat ein Recht durch ihre alleinige Weltherrschaft, ja, hat ein Recht auf den Körper des Menschen. Heute haben wir noch einen Ritus davon übrig, ein bisschen was ist übrig geblieben, nämlich, wo landen wir, wenn wir sterben? Am Friedhof, am Grund der Kirche, weil sie Anspruch hat auf unseren Körper. Sieht man nicht, aber es ist so. Ja. Für uns ist das ein Ritual, okay, wir tragen halt den auf dem Friedhof. Ja. Aber tatsächlich ist die Kirche hatte seit damals Anspruch auf den Körper und sie hatte auch Anspruch auf die Seele gestellt, aber das ist dann ein Entwicklungsprozess gewesen und in weiterer Folge Anspruch auf den Geist. Also die Seele einverleibt sich die katholische Kirche mit der Taufe, den Geist mit der Firmung und der Leib gehört von Anfang an ihr durch die Geburtsurkunde. Und man kann sich verbrennen lassen und die Urne zu Hause aufstellen. Das kann man schon, ja. So, aber das war nicht das Erste, weil der Sixtus ist dann 200 Jahre später draufgekommen, dass er in seiner Bulle, in seiner Enzyklika, die hat dann geheißen Aeternis Regis, das heißt ewige Königschaft, also Regis kommt von König und Aeternis ist ewig, hat der Julius ab dem 15. Jahrhundert, das müsst ihr euch aber vorstellen, es hat damals ja keine Staaten gegeben in dem Sinne, wo ein Personenstandsregister oder wo es Magistrate oder Ämter gegeben hat, die wir so organisiert haben. Dort war es den Fürsten, den Grafen, den Königen und den Kaisern nur wichtig, dass ihr Volk regelmäßig zahlt, ja, und seine Macht und ihm seine Macht nicht abstreitet. Der Kirchen war allerdings was anderes wichtig. Weil so wie heute ein Unternehmen versucht, mit seinem Produkt jeden Konsumenten zu erreichen, ja, um Marktanteile zu gewinnen, so versucht eine Kirche, jede Seele zu erreichen. Das heißt, je mehr Seelen ich erreiche und je mehr Gläubige ich habe, desto größer und mächtiger bin ich. Und das war damals vor der Reformation eine wichtige Entwicklung. Das müsst ihr euch vorstellen, zwischen dem 5. und dem 15. Jahrhundert, das war das Mittelalter, die 1000 Jahre, was da alles passiert ist, weil das war eine Barbarei. In der Zeit hat die Kirche sehr viel umgeschrieben, in die Bibel eingearbeitet und. Dann ist das Zölibat entstanden. Auch das muss man verstehen. Warum ist das Zölibat entstanden?
das Zölibat ist nicht entstanden, damit wir uns Männer zur Enthaltsamkeit mehr oder minder zwingen, sondern das Zölibat ist deswegen entstanden, weil die Päpste draufgekommen sind, dass die ganzen Stiftungen, die den Priestern, den Bischöfen ja, übergeben werden, wenn die Kinder haben, ins Eigentum der Kinder übergeht. Das heißt, die Erbfolge von den Priestern und Bischöfen wurde damit unterbunden und alles, was die geerbt haben, ist in Zukunft in den Vatikan hineingeflossen. Das ergibt alles einen Zusammenhang, das heißt, Besitz anzuhäufen und zu kumulieren. Ja. Weil man ja vorher den Anspruch gestellt hat auf alle Seelen und auf alle Körperschaften. So, aber der Rothschild hat das überrissen. Weil das Ganze ist 500, 600 Jahre gelaufen. Und ich lasse jetzt bewusst weg die beiden Sestuikivi-Acts. Ja, weil es gibt in Wahrheit ja drei. Weil den Eternis Regis sieht man als ersten Sestuikivi-Act. Der zweite ist dann 1606 gekommen durch den William. Ich glaube, es war der William. Der britische König und der letzte war dann, 1666, der letzte war dann 1707. Da ist es nur darum gegangen, dass die Kirche, die bis dorthin den Personenstand geführt, sie hat ihn weitergeführt bis ins 20. Jahrhundert in Österreich, in Deutschland bis 1878. Die Kirche hatte erfasst, wer auf die Welt gekommen ist, wer lebt, ja, und wer da unterwegs ist. Der König hat das nicht gewusst. Das war die Aufgabe der Kirche. Und diese Tradition der Führung des Personenstandsregisters hat dazu geführt, dass der Rothschild irgendwann einmal gesagt hat, Moment, wenn du einen Anspruch stellst auf die Seele, auf den Körper und auf den Geist, dann machen wir das anders. Dann stellen wir das Banksystem irgendwann einmal um. Das haben aber die Päpste nicht durchschaut, was der Rothschild davor hat, weil Rothschild war Freimaurer und die Freimaurer und die Katholiken sind seit jeher Erzfeinde. Ist der Rothschild auf die Idee gekommen und hat gesagt, dann machen wir das so, dass wir die Geburtsurkunden uns einverleiben und die 1931 extra gegründet worden, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, also die BITS, war der Gründer ursprünglich der Vatikan. Das wissen wir heute nicht, dass die BITS vom Vatikan gegründet worden ist. Aber wir wissen natürlich auch nicht, dass der im Hintergrund das entschieden hat und nicht der Vatikan selber. Haben sie gesagt, okay, wir machen Folgendes. Deine Ansprüche auf Seele, Körper und Geist tun wir trennen. Den Körper, den holen wir in die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Dort wird es als Sicherheit oder als Pfand, so wie heute ein Grundbuchauszug oder Grundbucheinträge als Sicherheit hinterlegt, wird die Geburtsurkunde hinterlegt. Richtig. Ja? Ich meine, auf das bin ich jetzt nicht eingegangen. Ich bin nur auf das eingegangen, was sich ein Rothschild gedacht hat. Weil das ist ja furchtbar schlau. Herzugehen und zu sagen, na okay, ich führe jetzt seit 100 Jahren oder seit 80 Jahren die Geschäfte des Vatikans und habe dadurch ja einen ganz anderen Einblick. Ja? Weil die Archive des Vatikans sind ja bis heute im Großteil der Öffentlichkeit verschlossen. Oder eigentlich der gesamten Öffentlichkeit. Also über das Verfahren gegen den Galilei kannst du heute nachlesen maximal 10%, was da wirklich die Hintergründe waren. Ja, und das ist ja spannend, da gibt es andere Hintergründe auch noch. Und das hat 300 Jahre gedauert, bis der Johannes Paul II. 1999 den Galilei, das müsst ihr euch vorstellen, 350 Jahre, bis der gesagt hat, okay, was der Galilei gesagt hat, stimmt. Und die haben dann gewusst, warum die den damals verurteilt haben. Die haben gesagt, na Moment, wir haben, die Woche ist entstanden aus der Erkenntnis, dass wir nur 7 Planeten haben. Und wenn jetzt der Galilei herkommt und sagt, es gibt noch 2 Planeten, dann würde unser ganzes System zusammenbrechen. Weil der hat im Fernrohr nur den 8. und den 9. Planeten entdeckt. Und dann haben die gesagt, nein, das geht nicht, das können wir nicht machen. Also ich sage es jetzt nur sehr oberflächlich und rudimentär. Und haben ihn dann, ich sage es jetzt auch im Volksmund, verknackt zu Hausarrest. Also sie haben ihn nicht ermorden lassen am Scheiterhaufen, weil das war ja Häresie, ist eine Glaubensumdeutung gewesen. Weil die Kirche hat ja auf den sokratischen und auf den aristotelischen Grundsätzen aufgebaut und hat gesagt, wir haben nur 7 Planeten und wir sind im Mittelpunkt und die Sonne kreist um uns. Das war ein Streit, das muss man sich vorstellen. Das heißt, Wissenskontrolle ist auch etwas, was der Rothschild in der Kirche gelernt hat. Weil deswegen hat er dann auch seinem Verwandten, dem Jacob Henry Schiff und dem Goldman, die dann Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley ins Leben gerufen haben, die hatten ja ganz bestimmte Aufgaben. Die hatten nicht die Aufgabe, da große Börsengeschäfte zu machen, sondern wenn ihr euch die Beteiligungen anschaut von J.P. Morgan an allen Medien,
dann wird sie finden, ein ABC, ein NBC, ein Walt Disney, ein Bertelsmann, RTL, Spiegel, Bild, völlig wurscht, völlig wurscht. Die haben über 100 Jahre sich an den Medien beteiligt. Und der Bröll macht es gleich, weil in der Raiffeisen in Niederösterreich ist es so, dass die Nön der Raiffeisen keine Kredite zurückzahlen muss. Oder zumindest gibt es eine Nebenvereinbarung, dass die Raiffeisen Eigentumsanteile an der Nön erhält. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das bedeutet, ein Banker war gezwungen, um sein System, das auf Dauer immer vor der Inflation zerbrechen wird, das wusste er, zu schützen, indem er gesagt hat, nein, immer Sicherheit, die Bürgschaften und kein Gold mehr. Und deswegen ist das dann auch im Federal Reserve Act 1913 so eingeführt worden, dass man das umgestellt hat von Golddeckung auf Volksbürgschaft. Unsere Geburtsurkunden sind in die Beats geflossen und heute ist es so, das könnt ihr schon nachschauen, wenn der österreichische Staat dann Kredit braucht oder haben will, um wie eine Causa Hypo abzudecken. Was macht dann der Herr Rudolf Scholten? Der bestellt beim IWF 1 Milliarde Euro, begibt dafür formal eine Anleihe, das geht dann raus, wird von irgendeiner amerikanischen Investmentbank verwaltet und der Scholten kriegt die Milliarde. Und als Gegenposition haben wir unsere Bürgschaften, unsere Geburtsurkunden. Ihr könnt das testen. Würden sich heute alle Staatsbürger entscheiden, das Land zu verlassen, wäre das Verteidigungsministerium gezwungen, das zu verhindern. Da stellt sich dann fest, was für einen Bewegungsfreiraum ihr eigentlich habt. Unter der Voraussetzung, dass ihr sagt, dass ihr der seid. Weil wir wissen ja, der Name ist das Recht des Staates. Ja? Also diese zweite juristische Person. Aber der Rothschild war ganz schlau. Der ist dann hergegangen und hat dann gesagt, na, wir machen das so. Wir richten das so ein. Und nachdem, wenn du jetzt 200 Jahre lang die Zentralbank von einer Weltmacht wie England kontrollierst, dann kannst du ungefähr vorstellen, wie reich das bist. Ja? Weil der Rothschild war ja auch insofern schlau, dass er gesagt hat, ja eigentlich, wenn nur Staaten immer wieder in Konkurs gehen, weil 200 Insolvenzen in 200 Jahren ist ja nicht wenig, nicht? Ist er auch draufgekommen und hat gesagt, man muss das anders organisieren. Und dieser Zwischenschritt war die Volkswirtschaft. Und der zweite Schritt, und das ist irrsinnig spannend, war die Umwandlung, so wie sie es in Amerika 1871 gemacht haben, in Firmen. Ich habe jetzt vorgestern in Bayern vor 150 Deutschen das thematisiert und gesagt, ich finde das lustig, wenn ich zu euch nach Deutschland komme, sehe ich immer die verkehrte deutsche Nationalflagge. Das ist eigentlich nie die originale, ja, die mir das nicht beantworten können. Die hat man erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt. Das wusste ja auch niemand. Also die originale deutsche Nationalflagge, die nach der Zeit, habe ich das nicht schon erwähnt früher? Habe ich noch nicht erwähnt? Die nach der Zeit des 30-jährigen Krieges, dann ist das 18. Jahrhundert gekommen, dann ist der Bismarck gekommen, aber das deutsche Volk wollte ein Symbol haben in seiner Nationalflagge, wo es gesagt hat, aus der schwarzen, dunklen Sklavenschaft und Unterdrückung, durch Blut gedrängt, das ist die rote Farbe, ja, durch Blut und Opfer gedrängt in ein goldenes Zeitalter, schwarz, rot, gold. Wenn ihr heute die deutsche Nationalflagge, ist es genau umgekehrt. Das ist die Nationalflagge dieser Deutschland GmbH. Ich habe die Leute gefragt, ob die das wissen. Und ihr könnt es auch schauen, wenn die Präsidenten oder die Bundeskanzler im Fernsehen eine Rede halten, könnt ihr genau schauen, was hängt dort für Flagge. Hängt die richtige oder die falsche? Wenn die der GmbH dort hängt, dann spricht er im Namen der Körperschaft dieser BRD GmbH. Die andere führt dazu, dass er im Namen des Volkes spricht. Das ist wirklich so. Also dem Rothschild ist es gelungen, zu sagen, na, wir machen Folgendes, wir wandeln die Staaten alle in Firmen um. Weil, wenn ich nämlich Firmen habe, dann habe ich in der Firma durch mein Bilanzsystem, durch die doppelte Buchhaltung, ja, habe ich auf der Passivseite die Kapitalseiten, die Herkunft des Geldes und auf der Aktivseite werden die ganzen Vermögenswerte verbucht. Ja, kurzfristig und langfristig liquidierbare. So, ja, was ist ein langfristig liquidierbares Vermögen? Eine Universität, eine U-Bahn, eine Schule, ein Kindergarten, eine Autobahn. Mittlerweile diskutiert man ja schon so, dass man unsere Bundesstraßen bemauten will. Also es geht ja immer mehr in die Richtung, dass man für alles Geld verlangt. Im TIP-Vertrag, in dem Handelsvertrag mit der USA, ist geplant, das Wasser zu privatisieren. Es wird irgendwann einmal in die Luft kommen. Das ist dann der letzte Schritt, ich sage es euch. Aber dem Rothschild ist gelungen, dass er gesagt hat, na, ich mache jetzt Firmen draus.
Und hat den Regierungen das so vorgelegt, noch vorgeschlagen. Und deswegen kennt ihr heute Prozesse, die man nennt, die nennt man Privatisierung. Eine Post ist zu einer Telekom geworden. Nicht? Eine Föst ist aus der Verstaatlichten außer. Dann, was haben wir noch gehabt bei uns? Alle Betriebe, die mehr oder minder aus dem Industriebereich gestammt haben, in der Verstaatlichten waren, sind privatisiert worden. Auch unser öffentliches Eigentum in allen Städten. Ja, aber die Straßenbahnen in Wien und die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel sind alle. Und du wirst staunen, es ist in jedem Land. In jedem Land Europas ist das gemacht worden. In jedem Land. Das haben sie mit sogenannten Sell-and-Lease-Back-Verträgen gemacht. Das sind Verträge, die 100 Jahre Laufzeit haben, wo halt die Gemeinde das verkauft und dann wieder zurückmietet. Ja? Aber ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Aber daran können Sie erkennen, dass der Rothschild mit dieser Errichtung von Firmen für Republiken und für Länder eigentlich vorgehabt hat, das Betriebsvermögen von diesen Ländern, wie eben dieses öffentliche Eigentum, unter seine Kontrolle zu bringen. Warum? Nehmt ein simples Beispiel. Wenn morgen alle Banken oder Montag alle Banken hergehen und sagen, wir haben neue Kreditevaluierungsmethoden, ja? Wir haben bewertet unsere Kreditforderungen, wir müssen bei Ihnen feststellen, aufgrund der Umsätze, der Einnahmen, was auch immer, wir müssen den Kredit fällig stellen oder andere Bedingungen auflegen. Wenn morgen alle Banken ihre Kredite fällig stellen, was glaubt ihr, wie viel an Grund und an Besitz übrig bleibt, was nicht den Banken gehört? Also ich habe ja eine verrückte Vision. Und zwar bedingt durch mein Erlebnis mit 9/11. Ich hatte damals am 11. September 2001 Vorbereitung für einen Jahresbericht von unserer AG. Und ein Jahresbericht besteht aus einer Bilanz, aus einer G&V und aus einem Anhang. Ja? Und mich ruft plötzlich meine Frau an aus Wien und sagt, du, ins World Trade Center ist ein Jumbo rein. Wenn ich euch jetzt frage, was ich am 10. September, und ihr wisst es alle, sicher alle haargenau, was ich am Tag davor oder am Tag danach gemacht habe, wisst ihr es nicht. Aber ich glaube, in dem Moment, wo ihr das erfahren habt, ist das in eurem Gedächtnis so tief verwurzelt oder eingebrannt worden, dass ihr heute wisst, was ihr an dem Tag gemacht habt. Könnt ihr euch erinnern? Ja? Das ist ein ganz besonderer Effekt. Und ich habe eine Vision, und das möchte ich jetzt in dem Zusammenhang, weil du das erwähnt hast, sagen. Wenn es einem jemanden gelingt, ein Ereignis zu schaffen, das 1 Milliarde Menschen gleichzeitig vor die TV-Bildschirme locken kann, ja, und alle dort stehen wie gelähmt und ohnmächtig vor dieser Skrupellosigkeit, vor dieser Gewalttätigkeit, ja, das war ja unglaublich, dieser Anblick, da bleibt ja nicht nur im Langzeitgedächtnis etwas übrig, sondern es verändert ja auch, das nennt man Problemreaktionslösung, sondern es verändert ja auch das Verhalten, es verändert das Denken. Es hat 3 Wochen gedauert, ist der Bush plötzlich gekommen mit dem Patriot Act. Wo es dann geheißen hat, ja, in Zukunft wird auf jedem Platz, auf jeder Straße, auf jeder Tankstelle, in jedem Supermarkt hängen Kameras. Na ja, rennt heute einmal durch London, dort hängen 1 Million Kameras. Also das sind Geisteskranke. Also der Bush ist plötzlich gekommen, ein paar Wochen nach 9/11, und es hat eine andere Zeit begonnen. Es hat eine andere Zeit begonnen. Ich bezeichne das als eine Art Reformation, und meine Vision ist die, dass wir einen ähnlichen Zustand herbeiführen, wo wir gleichzeitig genauso viele Menschen erreichen und dort in dieser Stunde, oder sollen es 2 sein oder 3, das kann ein Popkonzert sein, wo wir auf 4 Kontinenten gemeinsam alle Künstler, Sportler, Wissenschaftler mobilisieren und ein Kunstwerk, wir können von mir aus Goethe-Berge symbolisch verbrennen. In Graz wollen sie jetzt vor Weihnachten den Bankster Club, wollen sie eine Bücherverbrennung machen, symbolisch, vor der Steiermärkischen Sparkasse. Ja? Ist wirklich spannend. Ja? Aber mit 9/11 ist was passiert. Es ist eine Reformation gekommen. Also ich kann mich erinnern, seit damals fühle ich mich unfrei. Ich fühle mich kontrolliert, beobachtet, überwacht. Es ist der Totalstaat da. Und ich habe eine Vision, und die schaut eben so aus, dass wir einen Moment schaffen oder einen Tag schaffen, wo alle gleichzeitig aufgeklärt werden und dann gleichzeitig eine Reaktion oder eine Entscheidung treffen können. Ob sie das noch wollen oder nicht wollen.
Das wäre eine großartige Aktion, weil mich hat ein Journalist gefragt, was mein Endziel ist. Und ich habe gesagt, ich habe in dem Sinne kein Endziel, weil ich habe es bereits für mich erreicht. Sie sind nicht zu träge, weil hätte man dort während dieser Live-Übertragung, ja, bist du emotional aufgrund deiner Aufregung, das ist das Mind-Opening, bist du in einer derartigen Empfänglichkeit, dass egal, was du mir dann in dieser Situation sagst, was meine Lösung sein soll, deswegen nennt man das ja Problemreaktionslösung, ist es dann so, dass ich das aufnehme und auch mache. Und deswegen ist es wichtig, dass man, wenn man so einen Zustand wieder erreicht, dass man eine Gegenreformation auslöst, aber nicht in einer negativen, sondern in einer positiven Energie. Ja? Dass wir sagen, Abschied. Und es ist wurscht, ob da jetzt 10.000 Leute ihr Schreiben ans Justizministerium schicken oder ob wir irgendwann einmal 100.000 sind. Aber wenn wir das einmal machen könnten, dass wir 100.000, jeder erklärt sich zu einem Souverän, 100.000 Souveräne, ja, dann sind wir eigene, dann sind wir Minderheit, eine Bevölkerungsminderheit. Dann könnten wir auch Ansprüche stellen, Minderheitenrechte. Da könnten wir sogar hergehen und sagen, na vielleicht gründet man einen eigenen Staat. Jetzt haben wir noch beim Rothschild gewesen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt ist dem gelungen, den Wilson dazu zu bringen, diesen Federal Reserve Act zu unterschreiben. Und dann ist es ihm bis zu den 40er, 50er Jahren, ist er ihm noch viel mehr gelungen. Und da lasse ich jetzt einmal den Lenin weg, weil der Lenin, der die bolschewistische Bewegung ins Leben gerufen hat und die Oktoberrevolution 1917 ausgerufen hat, war auch ein Rothschild-Mann. Das hat auch einen Grund. Der Rothschild wurde seit dem 19. Jahrhundert, so wie beim Lincoln, beim Zar Alexander das Monopol haben fürs Gelddrucken. Der Zar Alexander hat aber dem Lincoln geholfen, nachdem er festgestellt hat, dass der Lincoln seine eigenen Dollars druckt, hat dort seine Flotten umfahren lassen nach New York und nach Chicago. Die sind dort wirklich, es war so. Ja. Der russische Zar hat den amerikanischen Präsidenten unterstützt gegen den Rothschild. Aber nachdem der Rothschild in Russland auch nie das Recht bekommen hat, hat er das Ziel gehabt, dann wieder das. Der letzte war der Zar Nikolaus, der zweite, die haben es dann gestürzt. Die sind dann auch ermordet worden. Ja? Aber er ist nie in Russland reingekommen. Das war sein springender Punkt. Was heute sich dahingehend auswirkt, dass er seine ganzen Suborganisationen, die er in den letzten 100 Jahren aufgebaut hat, weil die NATO hatte nur Generalsekretäre, in denen nur Rothschild-Leute saßen. Es gibt keinen einzigen Generalsekretär in der NATO, der kein Rothschild-Mann war. Ihr habt ja im amerikanischen Finanzministerium kaum jemanden, der nicht von Goldman Sachs gekommen ist. Weil Goldman Sachs ist auch eine von Rothschild gegründete Bank. Ja? Ihr habt in der EZB, egal ob der Draghi, Trichet, Duesenberg oder wurscht wie heißt, kaum einen Mann, der nicht aus der Rothschild-Gruppe kommt. Und ihr werdet staunen, der Rothschild hat dann nicht nur den IWF, also die BITS, IWF, er hat auch die UNO gegründet. Weil die UNO ist ja eine Nachfolgeorganisation des Völkerbundes. Also sich das vorzustellen, dass der, weil er hinten die Fäden gezogen hat und die Leute alle bezahlt hat, er hat sie alle unter Kontrolle gehabt, ja, sich das vorzustellen, dass der ein Konstrukt errichtet von Machtapparaturen, wie ein IWF, eine Weltbank, eine UNO, eine WTO und alle diese Organisationen, hat dazu geführt, dass er den Bedarf gehabt hat, noch Suborganisationen zu machen. Das erste war die Trilaterale Kommission, die Trilaterale Kommission, die wird euch wahrscheinlich nicht sagen, aber die Trilaterale Kommission, die der Rockefeller mehr oder minder geleitet hat, und der Rockefeller ist aus der Blutlinie vom Rothschild, hat folgende Aufgabe, nämlich die Amerikanische Union, die Europäische Union und die Asiatische Union. Die Asiatische Union oder die Pazifische Union, sage ich jetzt einmal, besteht aus Australien und Neuseeland und Japan zähle ich jetzt ganz bewusst dazu. Die Europäische Union kennen wir, die besteht mittlerweile aus 27, jetzt haben wir 28 und wir haben sogar einen eigenen EU-Erweiterungskommissar. Also jedes Land, das sich dem anschließt, ja, unterwirft sich auch diesem Geldmonopol. Und wir haben die Amerikanische Union. Im Rothschild-Ziel ist es, die alle zusammenzuführen zu einer Weltwährung. Und deswegen ist es eine sogenannte trilaterale Kommission. Das ist eine sehr mächtige und einflussreiche Gruppe, die, wenn du jetzt eine Hierarchie dir ausdenkst, die über den Bilderbergern steht. Ja, dann gibt es noch die Royal Society, dann gibt es den Roundtable, die gehen aber 200-300 Jahre zurück. Der hat in 250 Jahren ein Konstrukt, ein Netzwerk errichtet, wo er ca. 100 Zentralbanken unter seiner Kontrolle hat. Warum 100 Zentralbanken? Weil 60% aller Devisenreserven aller Zentralbanken in Dollar liegen.
Jetzt könnt ihr euch das ja ausrechnen oder ausrechnen. Ja? Wenn ich als Zentralbank als Sicherheit, als Deckung für meine Währung, die ich trage, eine fremde Währung habe und die stellt sich als wertlos aus, ja, was passiert dann? Dann muss ich Wertberichtigung machen und dann ist meine Bilanz hin. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der hat über 100 Zentralbanken unter seiner Kontrolle, dadurch, dass die Forderungen gegen ihn haben, die er nicht zahlen kann. Und damit stellt sich die alte Weisheit heraus, je größer der Kreditnehmer ist, desto größer ist die Kontrolle, die über seinen Kreditgeber hat. Das ist ja tatsächlich so. Aber dass die dann 1955 in einer Bilderberg-Sitzung den Euro gründen, die EU gründen, die 1957 und zwei Jahre später gegründet worden ist, durch die römischen Verträge, dass der Euro bei den Bilderbergern beschlossen worden ist und dass sich alles, was heute unser Leben bestimmt, aus einer Dynastie heraus resultiert, die eigentlich Banker sind. Und so komme ich zum Bankster-Club. Dass ich mit einer kleinen Regionalbank, die 15 Milliarden Bilanzsumme hat, was nicht wirklich irgendjemanden interessiert oder juckt, einen Kampf habe, der dazu führt, dass das, was ihr heute erlebt habt, ja, dass ich verfolgt werde und dafür eingesperrt werden soll, ist ja auch nichts anderes als eine Form von Glaubensumdeutung, die ich verbreite. Weil ich sage, das ist so nichts wert. Wenn das internationale Geldsystem so errichtet worden ist und uns so unter Kontrolle hat und als Sicherheit unsere Bürgschaft hat, ja, dann ist es in Wahrheit entweder nichts wert oder es gehört umgestellt, nämlich auf die Volkskontrolle. Dass diejenigen, die das Geld schaffen, weil wir schaffen das Geld durch die Arbeit, nicht die, die dort sitzen. Weil in der Bank sitzen, so die Bank of England und Standard & Poor's, kennst du ja, die größte Ratingagentur, haben vor zwei Jahren das bestätigt. Nämlich, dass die Banken Chiralgeld herstellen. Der Kredit, den du heute aufnimmst, ist ein Mausklick. Das sind keine Spareinlagen von irgendwelchen Sparern. Aber jetzt musst du dir die Folgewirkungen vorstellen. Weil, und das hat der Schüssel, und da bin ich jetzt bei dem Thema, dem Haider erklärt, weil die Raiffeisen hat das ja sehr lang praktiziert. Und die Hypo hatte ja Ende der 90er Jahre eine Bilanzsumme, das war ja eine Mickey Mouse Bank mit 3 oder 4 Milliarden. Ja. Aber der Haider hat halt durch die Einführung aus dem schwarzen Lager, ja, die ÖVP. Ich bin der Meinung, die ÖVP gehört gesetzlich verboten. Das sage ich immer wieder. Ja? Und ich weiß auch, warum ich das sage. Aber die haben den Haider dann eingeführt ins Geschäft und der sagt, super, Klaas, so läuft das. Ja? Ich brauche eigentlich nur expandieren. Das war die Zeit, wo der Jugoslawienkrieg ausgelöst worden ist, Anfang der 90er Jahre, wo sie das schon zum ersten Mal betrieben haben. Aber die haben die Bilanzsumme versechsfacht in 8 Jahren. Unter der Leitung vom Haider bis 2009, von der Hypo. Ja, wie? Die haben sie in Kroatien bis nach Montenegro, Albanien runter. Die waren scharf auf die Grundstücke, Land, Besitz. Jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Wenn ich dir einen Kredit gebe, um 200.000, und ich brauche nur einen Knopf drücken, mach über die Interpolation meine Grundbucheintragung, das heißt, ich habe das Pfandrecht, ja, dann habe ich Besitz mir angeeignet, für den du 20 Jahre arbeiten musst, weil du zahlst den Kredit zurück, ja, hackelst dafür 20 Jahre oder 15 oder 10 oder wie auch immer für eine Gegenleistung, die null wert ist, weil es nur ein Mausklick war. Aber die Konsequenz, wenn du es nicht mehr machst, ist die, dass dir dein Besitz weggenommen wird. So, und das hat die Hypo Alpe Adria unten in Kroatien, Slowenien, das haben sie halt wirklich professionell aufgezogen. Die haben sich Kreditnehmer gesucht, die nicht mehr zahlen können, damit sie das Grundstück dann pfänden können. Damit sie zu Land kommen. Durch Mausklicks. Wenn du es streng nimmst. Nicht? Das heißt, sie mussten Kreditnehmer suchen, die weder kreditfähig noch kreditwürdig waren, wo sie gewusst haben, nach 2, 3 Jahren gibt der WO und ich hab vorn direkt am Strand ein schönes Besitztum mir angeeignet. Und deswegen habe ich einmal bei einer Pressekonferenz auch gesagt, das Geschäftsmodell von Banken besteht darin, Besitzumverteilung zu betreiben. Weil das ist ja nichts anderes. Es ist nichts anderes. So, und wie machen sie das, wenn sie es aktiv machen oder so richtig brutal? Und da habe ich mehrere Fälle, die haargenau immer nach demselben Muster abgelaufen sind. Müsst ihr euch vorstellen, und da gibt es Betriebe, die haben 1000 Mitarbeiter gehabt. Also nicht nur der Peter Mägdefrau mit der Rocco oder andere. Die machen Folgendes. Und in dem Fall waren es dreimal die Raiffeisen. Was mir jetzt einfällt. Die gehen her
Und gründen, die schauen sich die Bilanzzahlen genauer an. Das ist ja auch ein Grund, weshalb sie regelmäßig die Bilanzzahlen haben wollen. Ja? Anhand der Bilanzzahlen schauen sie, wie deine Vermögenswerte sind. Das können sie erkennen. Aber wisst ihr, was die machen, wenn sie die abtragen wollen? Die machen Folgendes. Die gründen eine Auffanggesellschaft ein paar Wochen, bevor sie hergehen und dir den Kredit fällig stellen. Dann stellen sie dir als Betrieb den Kredit fällig unter unterschiedlichen Vorwänden. Du musst nämlich vorher Unterlagen einreichen. Wenn du es nicht einreichst oder es ja nicht zufriedenstellend hast, ne, da müssen wir was machen. Sucht er dann einmal in 2-3 Wochen oder einen Monat, wenn du jetzt ein Mittelstandsbetrieb bist mit 500-600 Leuten, sucht einmal eine Bank, die dich da zwischenfinanziert oder die dir da aushilft, wenn ich den Kredit fällig stelle, Betriebsmittel oder was auch immer, in mehreren Millionen Euro. Dann passiert Folgendes: Wenn du es nicht zahlen kannst, dann bist du zahlungsunfähig. Du hast ja nur 60 Tage Zeit. Solvenz oder Insolvenz? Insolvenz, nach 60 Tagen, zahlungsunfähig, kann den Kredit nicht zurückzahlen, das macht die Bank, sie stellt einen Konkursantrag. Und wenn die abgeschlossen ist, wandert der Betrieb in die Gesellschaft, die Wochen vor dem Konkursantrag gegründet worden ist. Eine Auffanggesellschaft. Das heißt, es werden Kredite vergeben, dann werden Auffanggesellschaften gegründet, dann wird der Kredit zurückgefordert, der weiß, dass du das nicht zahlen kannst und der Betrieb wird in die Auffanggesellschaft verbockt. Und so wird Besitzumverteilung betrieben in einer, ich sage es mal so, pogromähnlichen Art und Weise. Weil das ist Pogrom. Das ist für mich skrupelloser, gnadenloser, brutaler Pogrom. Und deswegen heißt auch der Buchtitel Bankster Club, weil ein Businessplan, der vor, ich sage jetzt so, lass mir jetzt die Vatikan-Geschichte weg, wie das entstanden ist mit dieser Zwei-Welten-Regelung oder Zwei-Regenten-Regelung, ja, mit dieser Scheinwelt, die wir parallel neben uns aufgebaut haben. Dem ist es gelungen, im Hintergrund 250 Jahre lang ein Regiment aufzubauen, das unsere Welt heute kontrolliert und diktiert. Weil er hat dann Israel gekriegt, über den Konflikt in Israel und Palästina schafft er immer Unruhe. Und wenn ihr euch anschaut, Europa aus dem Weltraum, Europa ist umzingelt von Krisenherden. Von Nordafrika über Israel, Syrien, auf in die Türkei, auf bis nach Russland. Amerika ist von keiner einzigen Krisenherde umzingelt. Wir sind alle umzingelt. Warum? Es ist ja nicht nur so, dass Flüchtlinge zu uns dadurch herwandern, sondern die haben das alles angezettelt. Das ist NSA, CIA, die zetteln das an, indem sie dort Untergrundbewegungen unterstützen und fördern. Das Land wird destabilisiert. Und damit destabilisiere ich nicht nur hier in der EU die sozialen Verhältnisse, sondern auch die monetären Verhältnisse. Weil er will ja den Euro kaputt machen. Sobald die erste Großmacht, Frankreich, Italien, Spanien, wirklich kippt und unter den ESM Rettung schieben muss, ist vorbei. Ist vorbei. Und ihr glaubt gar nicht, in Deutschland gibt es 20.000 Souveräne mittlerweile. Es gibt immer mehr Menschen. Es gibt in Amerika auch immer mehr Menschen, die sich lossagen von diesem System der Bürgschaft über ihre Geburtsurkunde, weil sie das auch schon durchschaut haben. Ist unglaublich, was sich da tut. Nur die Medien verbreiten es nicht. Und auch bei uns nicht. Genauso wenig, wie die Medien bei uns verbreiten, dass der Papst voriges Jahr am 11. Juli über seinen apostolischen Brief die Immunität aufgehoben hat, aus diesem Grund. Aller Regierungen, Staatsanwaltschaften, Gerichte und Ämter. Und diese Leute daher deswegen, und das ist für mich die Erklärung, weil ich bin früher, wir sind wieder gesessen im Auto, ich habe mir gesagt, ich verstehe das nicht, die sind wieder verschwunden. Die sind nicht mehr auftaucht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, na, entweder haben die Angst, weil andere Erklärung habe ich nicht, entweder haben die Angst, oder sie hätten gar nicht das Recht gehabt, dort einzumarschieren. Weil Tatsache ist, ich meine, die kommen mitten in eine Veranstaltung rein, in einen Raum, wo sie eigentlich gar nicht hinein dürften und machen dort eine Aktion, die kein normaler Mensch rational nachvollziehen kann. Aber, und da will ich jetzt dann bald zum Ende kommen, weil ihr wollt ja mit was nach Hause gehen, mit was Positivem. Weil das, was ich euch erzählt habe, ist ja mehr oder minder jetzt eine Art der Geschichte, wo ihr sagen müsst, in eigentlicher Wahrheit muss man die Geschichte umschreiben. Weil die letzten 100, 200 Jahre haben ja eigentlich ganz andere Hintergründe oder Zusammenhänge. Und da bin ich jetzt noch nicht in andere Details gegangen. Weil welches Netzwerk der Rothschild schon vor 100 oder vor 150 Jahren gehabt hat, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Aber dass es ihm gelungen ist, dem Papst dieses Konstrukt, dieser Doppelpersönlichkeit, ja, abzunehmen und die Bits unter seine Kontrolle zu bringen, hat dazu geführt, dass wir heute
an Spindelecker oder an Bröll oder an Feimann oder wen auch immer vor laufender Kamera her und uns fragen, was redet er da für einen Scheiß? Warum unterschreibt er das? Warum macht er das? Warum müssen wir dafür bürgen? Warum hoffen wir dafür? Dass es eine Erklärung dafür gibt, wessen Interessen die vertreten. Und die Interessen, die diese Herrschaften vertreten, sind nicht die Interessen des Volkes. Sie sind die Interessen einer Firma oder einer ihr übergeordneten Firma, die die Kontrolle über sie hat. Auf der einen Seite mit einer Schuldreligion, indem sie uns sagt, wir haben 300 Milliarden Euro Staatsschulden. Auf der anderen Seite mit einer anderen Methode, die das FBI über seit den 60er Jahren in jedem Land in Europa errichtet hat. Ihr werdet sich vielleicht noch an den Fall Dutroux erinnern von Belgien. Ja, in den pädophilen Fall, Irland, England, ihr hört es ja überall, dass wir heute hören, dass Hunderte von missbrauchten Kindern die Ministranten oder sonst irgendwelche Jugendliche über Kirchenvertreter missbraucht worden sind. Na, ist völlig wurscht, wo du hinschaust. Du musst dir ja, wenn du deinen gesamten Eindruck verschaffst, musst du ja feststellen, das kann ja kein Zufall sein. Das muss ja irgendwo ein System sein. Ja? Und ich saß mit einem Politiker zusammen, der im Nationalrat gesessen ist und der den Fischer auch aus der Zeit, aus unseren heutigen Präsidenten aus der Zeit kannte, wo er noch Nationalratspräsident war. Und ich habe dem gesagt, ich verstehe es nicht. Nachdem der Haider ums Leben gekommen ist, und man schon ein paar Stunden später die Version gehabt hat, überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol, Unfallursache, Tod, verstehe ich eins nicht, wie kann 6 oder 7 Stunden später in einem Interview, live, ein Bundespräsident Fischer, obwohl er weiß, dass es ein Verkehrsunfall war, mit Todesfolgen durch Alkohol. Im ersten Interview, es war 8 oder 9 Uhr, in den Nachrichten sagen, ich hätte mir nicht gedacht, dass so etwas in Österreich möglich ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Könnt ihr heute noch im Internet nachschauen. Da frage ich mich, warum ist das so gewesen? Und ich habe das dem gefragt. Wir sind damals gesessen im Schwarzenberg-Café in Wien. Und der hat mir dann gesagt, ja, das hängt mit diesem Ring zusammen. Weil ich frage mich ja eins. Da bin ich jetzt wieder beim Wohlmeier. Wenn der Wohlmeier sagt, die Feigen werden vor den Untätern prioritär zur Rechenschaft zogen. Ich habe dann gesagt, warum sagt er das? Und der hat dann gesagt, das Problem ist, dass das FBI bei uns im Land, den haben sie mittlerweile mundtot gemacht, über Strafverfahren, so wie unseren ehemaligen Verfassungsgerichtshofspräsidenten, den Ludwig Adamowitsch, wird sie noch wissen. Den hat man ja mit einer üblen Nachrede in der ersten Instanz schuldig gesprochen, das war die Causa Kampusch. Aber der hat mir dann gesagt, wir sind draufgekommen, dass das FBI in den 60er Jahren, und das FBI wird auch kontrolliert von der Rothschild-Mafia, in ganz Europa Pädophilenringe errichtet haben. Pädophilenringe. Sag ich, ja, wozu? Naja, das eine ist eine ritualisierte Seite, das sind Geisteskranke, die unsere Seelen vergiften. Und ihr könnt es mir glauben, ich habe Briefe gelesen von Müttern, deren Kinder missbraucht worden sind. Die haben dann Prominente wiedererkannt und denen hat man dann die Kinder weggenommen. Die Erziehungsberechtigung, Vormundschaft weg. Diese Mütter haben mir Briefe geschrieben, dass ihr 8-, 9-jähriger Sohn oder ihre Tochter, sie kriegen keinen Kontakt mehr zu ihm. Das Gericht hat ihnen die Vormundschaft entzogen, ja, weil der Prominente erkannt hat. Ja, jetzt werdet ihr sagen, ja, was, wie? Also ich kann euch sagen, ich habe über 1200 außergerichtliche Vergleiche, die eine SPÖ Wien mit Kindern, Eltern abgeschlossen und außergerichtlich stillschweigend Schadenersatzzahlungen für Missbrauchsfälle. Also das ist kein kleiner Kreis, das ist ein großer Kreis. Und jetzt wollte ich auf das zurückkommen, warum der Fischer das gesagt hat, weil mir dieser ehemalige Nationalratsabgeordnete ihm anvertraut hat, ja, dass das FBI den Fischer in dieser Richtung angeblich unter Kontrolle hat. Ja.
Und dass die Leute gezwungen sind, das sind unsere Banker, unsere Priester, unsere Bischöfe. Denkt an den Kardinal Hermann Gröhr. Nicht? Den hat man dann nach Rom abgeschickt, weil man draufgekommen ist als Kardinal, dass er Kinder missbraucht hat. Vom Bischof Krenn will ich gar nicht reden. Aber man ist draufgekommen, dass die ganz gezielt etwas errichtet haben, womit sie dann später Politiker, Manager, Banker, Gerichtshofpräsidenten durch ihre Gesetzesverletzungen erpressen können. Unter Druck setzen können. Und dann kommt es dazu, dass unsere Volksvertreter Dinge unterschreiben oder Entscheidungen treffen, die völlig krank sind, die wir nicht verstehen, weil sie letztlich durch den Druck, unter den sie gesetzt werden, dass über sie Dinge veröffentlicht werden, dass sie kaputt sind. Das ist ab morgen kaputt. Wenn ich gewisse Informationen über sie ab morgen verbreite und sie stehen als Politiker, als leitender Politiker oder als Minister ja, im Rampenlicht, sind sie weg. Nehmen Sie den Christian Wulff her. Aber auch das wäre eine inszenierte Aktion vom Rothschild. Weil den Wulff wegen ein paar hundert Euro in einer Nacht, in einem Hotel und wegen einem Kredit, wo er ein bisschen weniger Zinsen zahlt, ja, dazu zu bringen, zurückzutreten, das ist eine Methode, die nennt man Ordo ab Chao. Also die Freimaurer sagen dazu Ordnung durch Chaos. Oder wir sagen dazu Divide et Impera, teile und herrsche. Das heißt, ich muss die Leute gegeneinander aufhetzen. Und die ich nicht gegeneinander aufhetzen kann, die muss ich mundtot machen. Ja, und dann Haider hat man, nachdem er es versucht hat, ergebnislos ihn als Nazi hinzustellen, und das war er nicht. Ich sage Ihnen das. Mittlerweile haben wir das angeschaut. Der Haider war kein Nazi, mit Sicherheit nicht. Ja. Aber man hat das immer gemacht, ihn in die rechte Ecke gerückt. Das ist die typische Methode der sogenannten Zionisten, die ja eigentlich... Lass mal das weg, aber der Rothschild ist ein Zionist. Ja, und ihr werdet staunen, ihr werdet es ja wissen, es war ein Österreicher, der den Zionismus, wie wir ihn heute kennen, ja errichtet hat, der Theodor Herzl. Nicht? Also, das zu checken, dass der eigentlich von den Medien immer in eine Ecke gedrängt worden ist, in der er in Wahrheit gar nicht war, sondern nur deswegen hineingedrängt worden ist, und da sind wir wieder beim Wranitzky. So ist er, weil er auf dem Weg war, das System ihm aufzudecken. Ja? Und weil er, so ist es, weil er nicht locker gelassen hat. Aber das ist nie nur seine Zeit. Aber es war interessant, ich habe zu dem Zeitpunkt damals gerade ein Haus in Kärnten gesucht und die Leute haben durch die Bank, das wusste die einfachen Menschen, haben das alle gewusst. Naja, also ich habe selbst, gut, dass du es ansprichst, also in der Gegend dort, wenn du 100 Leute fragst, sagen da 95. Ich weiß auch aus vertraulichen Informationen, dass in unzähligen Gemeinden, in den Kellern, schon die Furderlader hergerichtet wurden. Am selben Tag, am Samstag, das war Samstag, wo der Haider, ich sag bewusst, ermordet worden ist, ja, waren in vielen Gemeinden von Kärnten schon die Gewehre in den Kellern hergerichtet. Weil die Kärntner haben, das haben viele mir bestätigt, nicht akzeptieren wollen, dass der Haider durch einen Unfall verstorben ist. Das haben sie nicht glauben wollen. Und das aber nach meinen heutigen Informationen zu Recht. Aber ich will das Thema weglassen, weil ich will mich mit diesen Leuten... Ist er alkoholisiert, selber heimgefahren? Er war nicht alkoholisiert. Er war nicht alkoholisiert. Es gab vier Gutachten. Die beiden Gutachten, die eine Alkoholisierung festgestellt haben, diese Gutachter hat man genau durchleuchtet und sich angeschaut. Aber das letzte Gutachten von einem Ausländischen, das kann ich euch schicken. Das kann ich euch zukommen lassen. Also da macht es euch in die Hosen. Wenn es das letzte Gutachten lässt. Und das erste, Notfallsärztin, Obduktionsärztin, da seht ihr genau, weil die Notfallsärztin bestätigt, dass der Haider nach ihrer Ansicht noch überhaupt nicht alkoholisiert war. Und der Sachverständige aus Deutschland bestätigt das auch, also dass das alles ja gar nicht überprüft worden ist. Aber diese Gutachten kommen nicht in die Medien, das ist der springende Punkt. Den Chauffeur haben geschickt, haben wir gesagt, ist er gefahren? Danke, wer hat das gesagt? Du? Es ist nicht, du hast schon recht, jetzt können wir natürlich gewisse Dinge hinterfragen, aber das ist nicht wirklich relevant. Weißt? Weil es geht eigentlich nur um eine Frage, und das ist die, war auch ein Österreicher. Wenn wir heute wissenschaftlich etwas feststellen wollen, es gibt nur eine Methode in der Wissenschaft. Und das ist jene, die Logik der Forschung. Wer sagt, wer kennt den Karl Raimund Popper?
Sagt euch ja was? Ja. Der hat in den 30er Jahren durch sein Werk Die Logik der Forschung die Wissenschaftsmethode verändert. Ja. Das nannte man die Methode der Verifizierung oder der Falsifizierung. Ja, der Popper war der, der gesagt hat, eine Hypothese ist so lange wahr, bis sie widerlegt wird. Ja? Ich könnte jetzt eine Hypothese aufstellen und könnte sagen, versucht es zu widerlegen. Ich habe mir den Eindruck verschafft, dass diese Informationen, Bilder und Aussagen, die ich bekommen habe, bei mir selbst zu einer Hypothese geführt haben. Die wird aber durch diese Version, die öffentlich verbreitet wird, nicht widerlegt. Ja? Und wenn wir schon dabei sind, wenn ich mich schon so richtig auslasse, soll ich das erzählen? Wo ist denn die Katrin? Ist sie da? Nichts mehr da. Ich habe das vorhin erzählt. Ich werde es euch jetzt auch erzählen. Vielleicht überlegt man, ob man das jetzt reinnimmt oder dann rausschneidet. Aber wenn einem so viele Leute kontaktieren, auch ehemalige Minister, oder wenn man vor 20 Parlamentariern spricht, und ich habe dort nur geschrien, ich sage es euch, ich habe dort nur geschrien, weil ich habe den Leuten dort gesagt, ihr seid seit 30 Jahren in dem Business und ihr seid völlig unfähig. Egal, ihr stellt 20 Untersuchungsausschussanträge und es wird jeder zurückgeschmissen. Ihr könnt überhaupt nichts machen, ihr macht gar nichts. Ihr bringt nichts weiter und ihr recherchiert an der falschen Stelle. Aber wenn euch so viel Leute Informationen zuschicken, und da will ich jetzt nicht über OPPT oder Chemtrails oder was auch immer, aber es ist extrem viel, da kommen natürlich auch andere. Wer mit spontaner Einfalt ist der Autor von einem Buch, der Leiter der Ermittlungseinheit war für die Hypo Alpe-Adria, und zwar von der CSI Hypo, der hat ein Buch geschrieben. Der hat mich natürlich auch kontaktiert. Wir haben uns öfter getroffen und ein paar Sachen erzählt. Das ist unglaublich. Unglaublich. Das, was ihr erfahrt über die Zeitung, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was da im Hintergrund tatsächlich stattfindet. Der hat über 2 Milliarden Euro jeden Cent rückverfolgt, ja, und hat über 80 Anzeigen geschrieben. Und da waren aber Leute dabei, wie Oberkapazunder aus unseren österreichischen Großbanken, wo den Leuten auch geraten hat, sich selbst anzuzeigen. Das machen die natürlich nicht. Er hat dann das Schreiben gekriegt, dass er vielleicht sich freiwillig überlegen soll, seinen Job zurückzulegen. Das hat er dann im September zwangsläufig gemacht, weil ich habe ihn dann eingeladen zu dieser Sitzung, bei der ich war. Er hat dann aber zurückziehen müssen, weil er eine Woche vorher über die aus der Presseagentur ist, das veröffentlicht worden, von der Hypo, von heute auf morgen suspendiert. Und wir sitzen ein paar Tage später zusammen und er sagt mir, du wirst staunen, heute in der Früh mein Tablet, mein iPad und mein Blackberry, alles gelöscht. Alles gelöscht. Die können das. Aber das ist nicht der Punkt. Ich wollte auf was anderes hinaus. Wobei er mir gesagt hat, für ihn war faszinierend, dass er 80 Anzeigen gemacht hat und die SDA verfolgt nichts. Weil bestimmte Leute werden nicht verfolgt. Das wird niedergelegt oder so lange gewartet, bis es verjährt. Ja? Und das ist aber nicht in Kärnten ein Einzelfall. Ich kenne Geschichten von Oberösterreich, von Salzburg, der Brandstätter war Anwalt von einem Bekannten von mir, der hat 700 Leute beschäftigt. Ja? Und der Brandstätter sagt dem in unzähligen Beratungsgesprächen, also das, was die Raiffeisen da mit ihnen gemacht hat, das ist schräg, sage ich jetzt einmal. Ja? Das ist nicht rechtens. Und jetzt sagt der Brandstätter was ganz was anderes. Weil der hat den jetzt konfrontiert und ich habe dem dazu verholfen, dass er eine parlamentarische Anfrage machen kann. Tatsache ist, ja, diese Leute sind Wendehälse. Die haben keinen Charakter. Die haben kein Rückgrat. So, und da sind wir jetzt bei dem Beispiel, ich will es aber positiv beenden heute, um auf Chance einer Wellenlänge zu sein, weil ich stehe so auf diese positive Ausstrahlung. Müsst ihr euch vorstellen, den Ludwig Adamowitsch kennt ihr, oder? Ja. Sagt euch was. Das ist der Schlanke mit der brüllen weißen Haar. Dass man den verurteilt hat in erster Instanz wegen übler Nachrede durch die Mutter von der Frau Campusch, wisst ihr auch, oder? Ja? So, OLG hat zwar in zweiter Instanz das aufgehoben, aber das ist ein Spiel. Ihr müsst das als Spiel sehen, weil das, was man mit einem Geburtsurkunden und mit einem juristischen Personen betreibt, ist wie ein Monopoly. So. Aber es steht natürlich in der Zeitung. Und so kannst du einen Verfassungsgerichtshofpräsidenten mundtot machen. Du kannst ihn diffamieren. Und man hat auch den OGH-Präsidenten in die Richtung diffamiert. Das wäre ja gern warum. Man hatte ja eine Campusch-Kommission.
einberufen. Nachdem die Diskussion aufgetaucht war, ob der Priko Bilanzl da war. Nicht? Und der Adamowitsch war der Erste, der gesagt hat, nein, das waren mehrere Täter. Also diese Mehrtäter-Theorie, die hat der Adamowitsch als Erster aufgestellt. Die hat dann auch verbreitet, das ist dann auch in Diskussion gekommen. Dann hat man plötzlich das FBI geholt, dass die zusätzlich ermitteln, um das so hinzustellen, dass das unabhängig ist. Das ist so, wie wenn man die Frau Dr. Irmgard Gries ruft, ja, für die Hypo-Kommission. Ne? Also, völlig absurd. Und hat dann diese Kommission eingerichtet und Adamowitsch, seine Wortmeldungen sind also immer handfester geworden. Aber der OGH-Präsident war da auch dabei. Und das hat einen Grund, nämlich weil der Polizeioberst, der damals die Ermittlungen geleitet hat, das war der Oberst Kröll, den kennt ihr vielleicht, ja? Der ist ja verstorben. Ne? Ja, also sein Bruder hat mir vor 3 Wochen gesagt am Telefon, aus dem Krankenhaus mit mir telefoniert und der hat Leukämie. Es war Mord, eindeutiger Mord. Und er hat gesagt, er hat von seinem Bruder alle Unterlagen bekommen. Er ist auch gerade dabei, für Februar, März, was in der deutschen Presse was vorzubereiten. Mittlerweile ist ein Buch rausgekommen über die Causa Campus von den Autoren Grant. Aber die sind in der Lage, einen Hollywood-Film zu produzieren, um eine Version einzuzementieren, die uns über die Zeitungen verbreitet wird. Nämlich, dass die Campus 3500 Tage irgendwo dort in einem Verlies gesessen ist und nie das Licht gesehen hat, das Tageslicht, das war alles ganz anders. Also mir hat der Bruder vom leitenden Polizeioberst erzählt, jetzt bitte anschnallen, ja, das ist alles ganz anders gewesen. Und deswegen ist der Adamowitsch auch zu dieser Mehrtäter-Theorie gekommen, deswegen ist er auch von der Mutter von der Campus verklagt worden. Angeblich soll die Mutter von der Natascha Kampusch schwer nymphomanisch gewesen sein. Und angeblich dieses Mädchen ab dem 5. Jahr in ihre, ich will es mal so sagen, abartigen Spiele mit einbezogen haben. Ab dem 8. Lebensjahr ist sie dann verschwunden, man hat sie nach der Schule dann abgeholt, allein, sage ich jetzt einmal. Und von dort weg hat man sie dann auf den Kinderstrich gesehen. Die sind Brater, nicht nur dort, sondern auf anderen Veranstaltungen am Kinderstrich geschickt worden. Und da sind wir jetzt bei diesen 1200 stillschweigenden Vergleichszahlungen, die die SPÖ bezahlt hat. Weil diese Pädophilenringe, die das FBI gemeinsam mit anderen in allen Ländern errichtet haben, wisst ihr, wie das läuft? Das läuft so. Da sucht sich Heime, Vollwaisenkinder. Ja? Jetzt die Heimleiter rekrutieren. Und die Heimleiter organisieren das dann, dass die Mädchen oder die Burschen busweise zu Veranstaltungen geführt werden. Und so kommt es dann zu diesen Bunga-Bunga-Partys, die wir heute kennen von Berlusconi. Ja? Und das Gleiche haben sie mit der Campus gemacht. Die Campus war 8 Jahre lang im Einsatz. Was ist der These da jetzt vor? Also im Einsatz, sage ich, entschuldige bitte, wenn das jetzt nicht missverstanden wird, aber die ist auf den Kinderstrich geschickt worden und dafür eingesetzt worden. Was ist deine zweite These von diesen Pädophilen? Also das eine, okay, sie sind krank, und das zweite, was hast du vorhin ausgeführt? Was? Hilf mal. Diese Pädophilenringe. Einerseits war es krank leid, und dann wolltest du vorher von einer halben Stunde oder so, ich glaube, ein zweites Argument bringen. Warum die das gemacht haben? Also nein, ich will die Rituale, will ich jetzt weglassen. Okay. Die Freimaurer haben Rituale. Also ich bin ja der Meinung, deswegen sage ich auch Bankokratie, Pathokratie. Es ist eine Herrschaft von Kranken. Ja? Deswegen bin ich auch der Meinung, dass man Freimaurer, Bilderberger, egal ob die jetzt als Verein eingetragen sind, als Stiftung, als Treuhandschaft oder als Kasperltheater, ja, gesetzlich verbieten muss. Und ich werde erklären, warum. Der Otto von Bismarck war der Erste in Europa, der den Papst, war damals der Pius IX., aufgefordert hat, dieses Pfandrecht auf Seele, Geist und Körper aufzulösen. Ja, so ist es zu einem Kulturkampf gekommen. Das heißt, die Kirche hatte bis dorthin das Recht, das alleinige Recht, Monopol auf Schulbildung. Weil die Menschen lernten damals lesen und schreiben durch die Kirche, nicht durch den Staat.
Ja? Bei uns war das erst die Kaiserin Theresia, die das eingeführt hat, ja? Die Schulpflicht. Vorher hat es die Kirche gemacht. Das heißt, die Kirche hat Schulbildung gemacht, Ehelichung, Taufe und, und. Das hat alles die Kirche gemacht. Und der Bismarck war der Erste, der gesagt hat, Moment, das geht aber nicht. Das wollen wir anders machen und wir wollen auch diese Hinterlegung der Pfandbürgschaft, der Geburtsurkunden bei euch, das wollen wir auch irgendwie anders regeln. Und das wissen ja die wenigsten. Ich war ja überrascht, wie in München war. Ich hab dort die Leute gefragt, ja, wisst ihr das nicht? Der hat 300 Bischöfe und Priester einsperren lassen, der Bismarck. Der hat die Kirche verfolgt, innerhalb von ein paar Jahren. Der hat alle einsperren lassen und hat gesagt, wenn ihr nicht respektiert, dass wir da Bürgerrechte haben, ja, die anders ausschauen als das, was ihr da praktiziert mit Leibeigenschaft und Sklavenschaft, ja, dann funktioniert das nicht mehr. Jetzt hat man denen die Schulbildung, das Eheliche und das alles noch weggenommen. Dann war ein Streit, der entstanden ist. Und der Bismarck war eben der Erste, der gesagt hat, das gehört verboten. So wie es praktiziert wird, gehört verboten. Deswegen hat er auch 300, das ist ja nicht wenig. Stell dir vor, du triffst heute die Entscheidung als Justizminister oder als Bundeskanzler in Deutschland oder in Österreich, dass du die Hälfte aller Bischöfe oder Priester einsperren lässt. Das ist ja nicht ohne. Das nannte man Kulturkampf. Und dann gab es die Diskussionen, da gab es ja die berühmte Begegnung zwischen dem Otto von zwischen dem Bismarck und dem Pius dem IX., wo der Pius sagt, küsse meine Füße. Und der Bismarck sagt zu ihm, na küsse du doch meinen zuerst. Das stammt aus der Zeit Aeterna Regis, also der ewige König, das ist die Kirche gewesen bis zu einem Zeitpunkt, nur wir reden da über eine Zeit, die ist erst 150 Jahre her. Nicht? Wenn wir halt im Fernsehen was sehen über den Namen der Rose, wo die Leute verfolgt werden durch die Inquisition, denkt man, wie deppert waren die Leute damals. In Wahrheit sind wir genauso deppert. Wir sind genauso deppert. Es ist wirklich so. Aber dieser Kulturkampf ist ein Beispiel, und es ist gut, dass du das erwähnst, dass man diese Verursacher, die diese Riten, vor allem diese Blutsriten, die sie da mit Kindern durchführen, weil es besteht der Zweck darin, die Seelen der Kinder zu vergiften. Ich kann euch sagen, ich kenne Leute, die sind heute 40 Jahre alt, aber der ist vor 30 Jahren missbraucht worden. Meine Sekretärin, meine Ex-Sekretärin, die Manni Penny, ja, hatte, das ist eine Betriebswirtin, Akademikerin. Ja, zu Manni Penny ist er dann ganz bestimmt. Nein, es hat einmal ein Agenturchef von einer Werbeagentur in Berlin hat angerufen und gesagt, wie geht's dem 007 bei der Rettung der Welt? Da sagt sie drauf, die Welt ist ihm nicht genug. Und das war ja ein Filmtitel. Und so sind wir zum Moneybenny gekommen. Aber die haben Rituale, wo es darum geht, die Seelen der Kinder zu zerstören und zu vergiften, Und es gibt so viele Menschen, mit denen ihr heute sprechen könnt, die sind 30, 40 Jahre alt, die nicht darüber reden. Du redest ja gern, nicht gerne über sowas. Und diese Rituale sind eingeführt worden seit dem 18. Jahrhundert durch dieses Freimaurertum. Ja, dann schaust du die ganze Popszene an. Bitte? Dann schaust du die ganze Popmusikszene an und das sieht, wie die ganze Jugend mit dem manipuliert wird. Ja. Kannst du mir vielleicht sagen, oder was für Meinung hast du zu dem Papsterlass, der, glaube ich, dieses Jahr stattgefunden hat? Letztes Jahr. Wegen der Immunität. Den apostolischen Brief. Ja. Also, es gibt viele Leute, die bezeichnen das als motu proprio. Ja. Wobei das klarstellen muss, ein motu proprio ist nichts anderes als etwas, was aus eigenen Beweggründen erfolgt. Aber dieser apostolische Brief hat das kanonische Strafrecht verändert. Und durch dieses kanonische Strafrecht, auf dem unser Recht aufbaut, unser Personenrecht, ist letztlich die Immunität aufgehoben worden der Regierungen, der Gerichte, der Staatsanwälte und auch der Rechtsanwälte. Der Rechtsanwaltskammern, derer ja auch. Ja. Also das hängt damit zusammen. Das kann man aber nachlesen. Das ist im Internet. Was hätte darauf passieren müssen? Bitte? Was hätte darauf passieren müssen? Ja. Der Jefferson hat einmal gesagt, wenn ich die Wahl hätte zwischen einer Regierung, zwischen einem Parlament, das Volk regiert, und zwischen Zeitungen, dann würde ich mich für die Zeitungen entscheiden. Es hängt nur damit zusammen. Die vermeiden das. Die verhindern das. Also ihr müsst es ja immer so sehen, wir sitzen nur zusammen, wir sind 20.000 Leute. Ja? Aber nehmt einmal Krone her, die eine Million erreicht.
Ja? Wenn die einmal so richtig eine Information verbreitet und dann dahinter bleibt, am nächsten, am übernächsten Tag auch noch. Also es hängt von den Massenmedien ab und diese Massenmedien sind unter der Kontrolle der Banker, weil die Banker sind an allen Massenmedien beteiligt und die Massenmedien können nicht überleben ohne den Kredit der Banker. Also das muss man sich vorstellen, das ist so. Wir haben die Medien, wir haben die Anklagebehörden, Staatsanwaltschaften und die Gerichtsbarkeit, wir haben die Politiker und wir haben die Banker unter der Kontrolle von einem Rothschild-Clan. Der Udo Jürgens hat das immer so schön gesagt in seinem Lied 5 Minuten vor 12. Ja, die Angst ist das, was viele zur Einsicht bringt. Das passiert jetzt, genau. Naja, wir haben Angst, weil wir aufgewachsen sind. Und man sagt ja, Gewohnheiten sind Vorgesetzte, die man nicht sieht. Und wenn wir gewohnt sind, von unserer Kindheit an einfach obrigkeitshörig zu handeln und auch zu entscheiden und zu denken, dann kann man niemandem einen Vorwurf machen. Also ich kann niemanden jetzt als unmündig oder als Idiot hinstellen, weil er von seiner Geburtheit an in einem System aufgewachsen und groß geworden ist, das ihn ja dazu konditioniert hat, so zu reagieren, so zu entscheiden. Der Umgang mit Angst. Angst ist immer eine Sache der Entscheidung. Wovor hast du Angst? Ja? Du kannst heute, also du musst einen Unterschied ziehen. Wenn ich heute mit dir Schach spiele, ja, und wir sind in der Mitte von der Partie und ich sage so, jetzt mache ich die fertig, ja, dann ist diese Aussage anders zu verstehen, wie wenn ich bei einer dunklen Straßenecke stehe und dir sage so, jetzt mache ich die fertig. Das ist die gleiche Aussage, aber es ist anders zu verstehen. Die Frage ist immer, wovor hast du Angst? Ja? Weil du hättest im einen Fall keine Angst, im anderen Fall hast du schon Angst. Also die Frage ist immer, was versetzt uns in Angst und was versetzt uns in Obrigkeitsdenken? Und das sind diese ganzen Apparate, Institutionen, Ämter, Behörden natürlich geeignet dafür. Aber ihr müsst euch ja das vorstellen, der Rothschild hat ja, wir hatten ja zur Zeit von Bismarck, wisst ihr, was wir da Einkommensteuer gezahlt haben? Wisst ihr? 0,76%. Es gab keine Einkommensteuer. Heute liegen wir bei 40% Steuerquote oder bei 42 oder 43. Das ist völlig verrückt. Das heißt, dem Rothschild sein Geldkonzept bestand darin, das Geld auszugeben, aber wiederum Systeme zu errichten, die das Geld wieder zurückholen. Ja? Damit sein System, so wie es vom Madoff war, das ja nicht finanzierbar ist, weil es ist ein Pyramidenspiel, ja, in irgendeiner Form nicht sofort durchschaubar ist. Deswegen gibt es auch Konvergenzkriterien für die EU-Staaten, ja, von 3% Neudefizit, von Inflationsrate etc. und Gesamtverschuldung, weil man hier einen Korridor schaffen möchte, wo es nicht so auffällt. Es fällt nicht auf. Aber da, wer weiß denn? Wer weiß ein Wort, das war der Voltaire. Der Voltaire hat gesagt, Geld kehrt immer zu seinem Ursprungswert zurück und das Null. Immer. Es ist wurscht, wann ihr euch das anschaut. Geld ist immer zu seinem Ursprungswert zurückgekehrt. Er war immer Null. Wir haben immer was Neues eingeführt. Weil die Leute damals, der Rothschild war der Erste, der das nicht gemacht hat. Weil wir immer mit Golddeckung gearbeitet haben. Wir haben immer gesagt, wir brauchen einen Gegenwert. Unser heutiger Gegenwert sind wir. Unser Leib. Unsere Steuerpflicht, das ist der Gegenwert für die Europäische Zentralbank. Und deswegen geht der Draghi her und sagt, jetzt drucken wir schon mal schnell eine Billion für die Banken. Das geht so. Das ist ja so eine Abstimmung in der Schweiz. Ja, das ist spannend. Das ist spannend und da glaube ich, dass die dafür stimmen werden. Oder geht es darum, dass sie für die SNB, also die Schweizer Nationalbank, die fehlenden Goldbestände nachkaufen von 50 Milliarden Euro, ja, um die Golddeckung wieder zu haben. Aber das ist ein anderes Thema. Es kann nicht funktionieren. Es funktioniert auf Dauer nicht. Wobei die Schweizer auch Sonder... Ich möchte es jetzt positiv enden. Ja. Jetzt ist es noch 30. Dann fange ich an. Natürlich ist es so, wisst, Banker haben ja, und ich war 5 Jahre alt, bin mit meiner Mutter in die Bank gegangen und die hat dort Geld abgehoben und ich bin dann rausgegangen, das hat sie mir dann nachher erzählt, da war ich dann älter, wir sind dann rausgegangen und ich habe gesagt, du Mama, da gehen wir jetzt aber öfter her. Wird das so gefallen, was denn so Geld auszahlt wird. Und ich war 8 Jahre alt, da hat man mich schon gefragt in der Volksschule, was willst du werden? Da habe ich gesagt, Bankdirektor. Weil mein Onkel Ante, der Perkovic, der war Direktor von der jugoslawischen Zentralbank damals. Und ich habe gesagt, ich möchte Bankdirektor werden. So ist es dann auch dazu gekommen, dass ich dann meine eigene Bank gründen wollte und in einem Zulassungsverfahren war.
Aber Banker haben eine ganz bestimmte Eigenschaft. Die schauen immer darauf, dass sie Verhältnisse errichten, konstruieren, wo sie Verbindlichkeiten verteilen. Das heißt, es geht immer nur darum, zu sagen, du bist mir noch was schuldig. Eine Bank kann ihr Geschäftsmodell nicht durchführen, wenn sie keine Kreditforderungen hat. Weil wenn sie nur Sparanlagen verwaltet und keine Kredite vergibt, dann hat sie nichts zu tun. Das heißt, ihr Geschäftsmodell lebt davon, Kredite zu vergeben. Und so wächst sie auch. Und da gab es auch die berühmte Aussage vom Alan Greenspan, wem ist der Begriff? Ehemaliger Chef der US-Zentralbank, nachdem der Bill Clinton 1999 bei einer Pressekonferenz veröffentlicht hat, dass sie zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder Budgetüberschuss erzielen, so der sagt, hat sich der Greenspan einen Tag später gemeldet und hat gesagt, na würde Amerika seine gesamten Schulden zurückzahlen, dann bräuchten wir kein Geldmengenkonzept mehr betreiben und wir bräuchten keine Zentralbank mehr. Das ist so. Eine Zentralbank lebt davon, immer mehr Schuldforderungen zu haben. Das ist ihr Zweck. Und ein Rothschild, der Frankreich, England, Spanien, Deutschland, Italien gegeneinander aufgehetzt hat, hat immer mehr Schuldforderungen gehabt gegen diese Staaten, weil sie immer mehr Kriege finanzieren mussten. Das Konzept ist uralt, das ist auch heute noch so. Die Amerikaner werden ein Theater den Schulden, das Pentagon wird vollgestopft für CIA, ich schwör's euch, $50 Milliarden kann das Pentagon verbrauchen, ohne Rechenschaft abzulegen im Kongress, was sie damit gemacht haben. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, was die damit machen können. Der CIA ist nur mehr unterwegs und der Bush hat durch den Patriot Act es eingerichtet, dass man nicht mehr den Kongress befragen muss, wenn man ein Land angreift, weil die Bedingung immer die war, dass ein Menschenleben riskiert wird. Wenn Drohnen eingesetzt werden, muss der Kongress nicht mehr befragt werden. Die CIA kann mit Drohnen arbeiten, weltweit, wie sie es wollen. Die haben 2001, als 9-11 war, haben sie nur 6 gehabt. Heute haben sie über 15.000. Und davon gibt es aber welche, die sind so klein wie Mücken. Ich möchte... Ja. Am 10. September hat der Rumsfeld bei der Pressekonferenz sagt, dass das Pentagon für 2 Trillionen überwunden sind, nicht was. Ah, genau, kann mich erinnern. Ja, ja. Am 10. September, ja. Stimmt. Am nächsten Tag kann man dann auch kaufen, und seitdem auch nicht mehr. Ja, ja. Aber wenn nur zum Nachdenken, wie viele Nullen diese Zahlen haben. Und du musst dir vorstellen, wisst ihr, was im Gebäude 7 war? Da hat ja nicht nur der Rudolf Giuliani, der damals Bürgermeister war von New York, da waren Unterlagen drinnen, weil da war auch die SEC drinnen, also die Security Exchange Commission, also die Börsenaufsicht. Dann war drinnen CIA, die haben 2 Stockwerke gehabt. Man hat sich ja gewundert, warum der Giuliani nicht an dem Tag drinnen war. Und dann ist plötzlich nach Jahren, ich sag's euch, es war 2001, es ist 2008 ein Telefonat aufgetaucht, wo man sich, das hat man dann veröffentlicht, da hat der Giuliani mit einem Redakteur, da waren ja tausende Telefonate, das müsst ihr euch ja vorstellen, was da alles passiert ist. Ja? Zwischenzeitlich, die Leute haben sie versucht zu erreichen, entdeckt man plötzlich ein Telefonat zwischen dem Bürgermeister von New York und einem Journalisten, wo der Bürgermeister von New York, bevor beide Türme eingestürzt sind, gesagt haben, wir müssen uns in Sicherheit bringen, es wird was Furchtbares passieren. Oh. Wortwörtlich, kannst du nachlesen. Und witzigerweise, wortwörtlich hat der Bush das Gleiche gesagt, ein paar Jahre vorher. Also, der Journalist zum Bürgermeister? Nein, der Bürgermeister hat zum Journalisten gesagt, bringen Sie sich in Sicherheit, es wird was Furchtbares passieren. Er hat sogar, glaube ich, ich muss nachlesen, gesagt, dass die Türme sogar einstürzen werden. Also sehr mysteriös, aber um das geht es gar nicht, es geht um Gebäude 7, das ist ja am nächsten Tag dann eingestürzt. Nicht? Und Gebäude 7, da sind sehr viele Dinge aufbewahrt. Aber was am gleichen Tag? Ah, dann war es ein paar Stunden später. Also das ist ja unglaublich spannend. Aber lassen wir das weg. Es ist von dort weg, ist die westliche Welt, und es sind über 1 Milliarde Menschen, in den Glauben versetzt worden, dass wir einen neuen Feind hatten. Weil nach 1991, wo die Sowjetunion zusammengebrochen ist, hatte das Pentagon keinen Feind mehr. Also musst du einen großen Feind haben, und der beste Feind ist der Terrorismus. Und Terrorismus kannst du nicht besiegen. Das ist ein Krieg für die Ewigkeit.
Das geht nicht. Und das war natürlich das Beste und spannend, ich muss es natürlich erwähnen, obwohl ich es in einigen Büchern anders auflöse, ist natürlich die Tatsache, dass das Pentagon gegründet worden ist am 11. September 1941. Also genau 60 Jahre davor. 9-11 war der 60. Geburtstag vom Pentagon. Und das Pentagon war der größte Profiteur von 9-11, weil seit damals kriegen die Milliarden in den Rachen gestopft, damit sie alles errichten können, was sie wollen. Also das sind so alles so Kleinigkeiten. Ich müsste jetzt 10 Stunden reden, wenn ich auf nur andere Details eingehe. Ja, jetzt komme ich zum positiven Abschluss. Also das Erste, was mir einfällt, ist, ich habe mit dem Franz Hörmann darüber diskutiert, wo ich gesagt habe, na, wie könnte man denen das Wasser abgraben und quasi die Hoheit wieder unter die Volksgewalt bringen? Und er hat gesagt, du, das trifft sich gut, weil wir haben gerade von einer Partei den Auftrag gekriegt, einen Gesetzesentwurf zu formulieren. Habe ich mich hingesetzt, das ist der sogenannte Finanzstaat, das Finanznotstandsgesetz. Da haben wir darüber plaudert und habe gesagt, du Franz, wie machen wir das? Wir müssen eine Grenze einziehen, wo wir sagen, das Finanznotstandsgesetz sagt nichts anderes, als dass eine Bank, wenn sie ab einer gewissen Summe von Kreditforderungen nicht mehr sagen kann, dass die einbringlich sind, wird sie unter ein Prokurat gestellt und das ist das Prokurat des Volkes. Ja? Und da haben wir darüber diskutiert und habe gesagt, ja, aber wie legen wir jetzt die Grenze fest, wie hoch ist die? Da haben wir gesagt, 250 Milliarden. Ja? Weil, und das spielt eine große Rolle, wir haben nämlich eine Woche vorher in Kempten in Deutschland über ein Gerichtsurteil erwirken können, dass auf Basis seines Gutachtens der Richter in erster Instanz entschieden hat, dass die Sparkasse, die gegen den Kreditnehmer geklagt hat, der den Kreditnehmer zurückzahlen wollte, wegen dem Chiralgeld, von diesem Richter dazu verknackt worden ist und gesagt hat, okay, ihr könnt das fordern, aber ihr müsst vorher 110% von der Kreditforderung bei mir als Kaution hinterlegen. Sonst könnt ihr es nicht einfordern. Und er hat das auch noch versehen mit einem Zusatz, der in der Zivilprozessordnung in Deutschland ist, nämlich so, dass es keine Berufungsinstanz gibt. Das heißt, es ist eine endgültige Entscheidung. So, na, wenn ich das jetzt mal 1000 multipliziere, ich brauche es ja nur multiplizieren, ja? Wenn ich jetzt sage, ich habe 1000 Kreditnehmer, die das nicht mehr tun, dann wäre die Bank X dazu verpflichtet, diese 1000, zumindest einmal bilanztechnisch, damit ihr das versteht, wenn ihr Kreditforderung habt, steht das auf der Aktivseite, ja? Im Anlagevermögen, weil es eine langfristige Forderung ist, das ist ein Vermögen. Wenn ich jetzt aber feststelle, dass der das nicht zahlen kann, dann muss ich auf meiner Passivseite sogenannte Rückstellungen bilden. Rückstellungen sind aber Fremdkapital, ist kein Eigenkapital. Das bedeutet, es ist ein verbuchter Verlust. Wenn das so ist, und deswegen haben wir gesagt, 250 Millionen, ich bin bei der positiven Seite jetzt, gell? Da haben wir gekudert und gelacht, haben wir gesagt, du Franz, wie machen wir das? Und wir haben gesagt, nein, wir schieben die Linie bei 250 Millionen ein, damit wir, wenn wir dann genügend Leute mobilisiert haben, die ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen und die Bank X, ist wurscht welche, diese 250 Millionen Grenze dann überschreitet, sie sofort unter Volksprokurat stellen können. Also es ist sozusagen ein gesetzlicher, ein juristischer Winkelzug. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Das heißt, ich bringe zuerst das Parlament dazu, ein Gesetz zu beschließen. Das machen die ja dauernd. Gut, jetzt habe ich es auf Kamera, deswegen werden sie es nicht machen. Aber ich bringe die zuerst dazu, ein Gesetz zu beschließen, ohne zu durchschauen, was da im Hintergrund ist. Und dann mobilisiere ich die Leute, damit ich alle Banken dazu bringe, dass ihre Kreditforderungen bis zumindest einer 250 Milliarden Wert berichtigen müssten und kann dadurch alle Banken unter Volkskontrolle bringen. Das war unser erster Gedanke. Das ist nur so ein Spaß, so ein juristischer Winkelzug. Es gibt noch andere. Ja? Ich bin beispielsweise gerade dabei, über meine medizinischen Gutachten und Atteste, die bestehen seit 6 Jahren, seit 2008, also die Diagnose ist schwere rezidivierende Depressionen. Lass dich nicht täuschen, nur weil ich da 2 Stunden sitze, heißt das nicht, dass ich daheim nicht Müßiggang betreiben muss. Das ist wirklich so. Ja, okay, ich lasse es. Nein, es ist ja auch eingeschränkt. Also es ist nicht so, dass ich dauerhaft depressiv bin, sondern ich bin nur dann depressiv, wenn ich so Begegnungen habe mit solchen Beamten.
Ich habe das ja schön erarbeitet. 5 unterschiedliche Experten, Gerichtssachverständige, haben dokumentiert, dass ich dann, wenn ich Kontakt habe mit Behörden, mit Beamten, ja, oder mit Gerichten, dass ich dann verhandlungsunfähig bin und ich bin auch vollzugsunfähig. Also ich muss streng genommen mit dem gar nicht reden. Ich kann dem einen Attest vorlegen, wo steht, schau, ich brauche mit dir nicht reden. Ja? Und das habe ich seit 6 Jahren. Und ich habe versucht, das wirklich insofern vom Grund her festzuhalten, das ist mir auch gelungen, so Professoren, ja, die haben das festgehalten, dass der Grund für meine Störung, ich habe ja dann auch eine bipolar-affektive Störung. Also, ihr wisst, was das ist, das nennt man manische Stimmungsschwankungen. Du bist einmal gut drauf und einmal schlecht drauf. Das ist eine bipolar-affektive Störung. Die haben das dann wirklich über Jahre hindurch festgestellt, dass die Ursache dafür ist, dass meine Konfrontation und mein Konflikt mit den Behörden, ja, den Grundsatz Audiatur et altera pars verletzt hat. Also das Recht auf beidseitigen Gehör. Und wenn ich immer wieder Rechtsmittel einreiche und immer wieder mich verteidigen will, und die reagieren nicht drauf, sondern schieben das vom Tisch und sagen, interessiert uns nicht, abgewiesen, ja, dann hast du nach 115 Rechtsmitteln doch zumindest nachgewiesen, dass da irgendein System existieren muss, ja, das aus bestimmten Gründen dich abtöten will. Und dass jemand, der, und das haben die so schön, deswegen bin ich so stolz drauf, die haben das so schön festgehalten. Ich bin bewusstseinsklar, ich bin nicht Denkstörung, ich habe keine Denkstörungen, ich bin wach, ich verhalte mich sozial adäquat, ich bin authentisch, also alles, ja, was einen normalen, gesunden Menschen ausmacht, aber ich habe extreme depressive Schwankungen plötzlich, wenn ich mit Behörden in Berührung komme und in Kontakt komme. Und ich sage mir so, das hat ja einen Grund, weil ich habe mich ja mit den Banken oder mit der BWA angelegt. Das Landesgericht für Strafsachen hat das quasi exekutiert, was das Geldmonopol oben diktiert, seit Jahrzehnten. Und ich sage aber so, wenn ich in so einem System leben muss, wo ich keine Rechtssicherheit mehr habe, sondern ein Rechtsbankrott, das ist ein Rechtsbankrott, ja, dann kann es nur verständlich sein, dass ein gesunder und normaler Mensch auf Dauer krank wird. Nämlich seelisch krank, indem er depressiv wird, weil er sich dagegen nicht wehren kann. Das ist mein nächster Schritt, den ich jetzt versuche, ein großer Schritt, das System aufzubrechen, indem ich eine Feststellung per Gericht erreiche, dass durch meine Krankheit, die ich dokumentiert habe, ich nachweisen kann, dass man in so einem System nicht leben kann als Kranker. Ich bin einfach der Überzeugung, es war damals der Markus Nelson, 1953, der hat das Rassentrennungsgesetz aufgehoben. Ein Fall. Ein Fall hat den Supreme Court damals zum Rassentrennungsgesetz bewogen. Das heißt, es muss immer irgendwo einen Fall geben. Dazu muss es Leute geben, die den Mut haben, dort, es gibt ja viele, ja, die etwas riskieren, um einfach eine neue Erkenntnis zu gewinnen, wie das System funktioniert. Das ist ein Teil, den ich vorhabe oder der positive Stimmung vermitteln soll, weil ich bin so zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich, weil ich glaube, ich kann nachweisen, dass durch die Tatsache, dass wir in einer Pathokratie leben, in einer Herrschaft von Kranken, es keinem Bürger, keinem Menschen zugemutet werden kann, unter solchen Bedingungen zu leben. Auf das will ich hinaus. Ja? Das ist natürlich eine Heidengeschichte und deswegen rennen wir die Trotteln alle nach, weil das ist das, was ihr nicht wisst. Die Finanzprokuratur, das Justizministerium und die Landesgerichte kriegen von mir ja auch Schreiben. Nicht? Wo ich ihnen sehr wohl zusetze und wo ich ihnen sehr wohl sage, das. Und wir haben ja auch, weil die haben ja meine Firmengruppe ruiniert und die war ja damals 21 Millionen Euro wert und das haben wir auch eingefordert. Ja, es ist auch ein Rechtsstreit offen. Also, dass die daherkommen und sagen, ich habe ein Buch geschrieben und verbreitet und deswegen nehmen sie in Beuge auf, das ist alles nur ein Vorwand. Das ist alles nur ein Vorwand. Und deswegen sage ich, das ist ein Weg, den ich gehen will, weil ich glaube, dass wir dort was aufbrechen können. Ich bin nämlich der Meinung, dass Finanzkapitalismus in 100 Jahren so beurteilt wird wie heute Pädophilie. Als Krankheit. Ja, bitte. Ich glaub, dass das eine Krankheit ist. Das ist eine Krankheit, weil Gier, und da gibt es unterschiedliche Studien von sehr vielen Universitäten, die haben festgestellt, dass Banker asozial handeln als Schwerverbrecher. Bankern geht es ab einem gewissen Punkt darum, den anderen zu hindern, Erfolg zu haben. Das musst du dir vorstellen. Die haben gar kein, das beschränkt sich nicht auf ihr eigenes Handeln, sondern ihr Handeln beschränkt sich darauf, den anderen zu hindern, dass er Erfolg hat. Also sie sind kontraproduktiv.
Und deswegen sage ich, das muss eine Krankheit sein und deswegen muss dieses Geldmonopol und Geldsystem weg. Aber dann gibt es noch andere Projekte, ich habe es vorhin schon erwähnt, das Konzert, das ich vorhabe oder diese Geldverbrennung etc. etc. Ich will jetzt da nicht zu weit ausschweifen. Ich glaube nur, und das ist wirklich, wirklich spannend, weil ich immer mehr Leute kennenlerne, wo ich spüre, ja, wir sind am richtigen Weg. Und ich spüre auch, dass solche Situationen, wie sie heute passiert sind, ist ja nicht das erste Mal, das ist mir schon 10-mal passiert. Ich werde es einmal auf Facebook stellen, ein paar Bänder von Verkehrskontrollen, die ich auf der Autobahn habe, wo ich durch 2 Zentimeter Schlitz mit den Leuten mich unterhalte. Ja? Das habe ich alles auf Band aufgezeichnet. Ich glaube, dass wir das schaffen. Ich glaube, dass wir nur standfest auf unser Recht uns zurückbesinnen und zurückbeziehen müssen und auch unbedingt daran glauben müssen. Und da wollte ich jetzt etwas ins Spiel bringen, wo ich mit der Claudia früher diskutiert habe, aber da sind wir nicht weiterkommen, nämlich diese Paradiesgeschichte, die wir kennen aus der Bibel, wo ja Adam und Eva ins Paradies geschickt werden, da gibt es ja 2 Bäume, den Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens. Das müsst ihr mal nachdenken drüber. Die Geburtsurkunde, die einen Toten verbrieft und den Menschen, den einen Lebenden verbrieft. Das findet ihr vom Gleichnis her im Apfel oder im Erbsündenfall. Ja? Ist ja irrsinnig interessant, weil der liebe Gott ja dem Adam gesagt hat, das darfst du nicht, also darf vom Baum der Erkenntnis keine Frucht pflücken, er hat es dann doch gemacht. Ja? Und dadurch sind wir alle durch die Erbsünde dazu verurteilt, Sklaven zu sein. Ja, aber eben, ich sage das ja, durch diese Geburtsurkunde, indem wir durch den Sestui-Cuvier-Act eigentlich tot sind, sind wir verpflichtet zu sterben. Das ist so absurd, wenn man sich das vorstellt, dass das zusammenhängt. Und ich sage es euch, es gibt altchristliche Exegeten, also eine Exegese ist ja nichts anderes als eine Form von Ausdeutung, Interpretation. Ein Theaterwissenschaftler hat mein Pentateuch einmal als Exegese bezeichnet. Das Paradiesrätsel, das Apfelrätsel, also das Gleichnis, ist eines der wenigsten, die noch nicht aufgelöst sind. Man weiß es nicht. Aber für mich ist nach dem, was ich bis heute recherchiert habe und nach den Interpretationen, weil es sind ja plötzlich vom kirchlichen Recht, ist dann das bürgerliche Recht entstanden und ich weiß heute, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieses Paradiesgleichnis zusammenhängt mit der Frage, und deswegen haben wir auch 2 Schlüssel beim Vatikan, den silbernen und den goldenen, ja, so der eine Grund. Ich glaube, dass dieses Gleichnis des Paradieses mit der Erbsünde damit zusammenhängt, ob wir das erkennen, wer wir sind. Weil die Wahrheit macht es frei. Das hat mir mein Großonkel immer gesagt und der war der Vorgänger vom Ratzinger in der Glaubenskongregation. Die Wahrheit macht dich frei. Also wenn wir das erkennen, dann brauchen wir nicht die Erkenntnis, sondern das Leben. Und das ist für mich faszinierend. Da bin ich noch weiter im Recherchieren. Aber ich bin irrsinnig zuversichtlich, dass wir das schaffen. Weil ich beobachte, dass tausende Menschen auf das anspringen. Und was wir niemandem abnehmen können, ist, dass er sich selbst daheim hinsetzt und recherchiert, im Internet, seine eigenen Eindrücke sich holt, seine eigenen Überzeugungen, seine eigenen Erkenntnisse. Weil der eigene Weg, den du gehst, der ist immer der sicherste. Immer. Und deswegen ja, und da bin ich jetzt beim letzten Zitat, das ich jetzt noch erwähnen wollte, weil du das Herz erwähnst. Ich glaube, es gibt so fernöstliche Weisheiten, die sagen, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und das hat auch was für sich, weil ich habe gelernt, aus dem Gefühl und aus der Intuition heraus zu entscheiden, insbesondere dann, wenn man mehrere hundert Leute im Betrieb beschäftigt, dann kannst du irgendwann nur mehr nach dem Gefühl entscheiden. Ja? Und Personalentscheidungen sind die wichtigsten. Aber ich wollte diese Herzentscheidung hervorbringen und davon wird es abhängen. Das war faszinierend. In München haben mich alle gefragt, ja, was ist die Lösung? Und ich habe gesagt, Versöhnung. Versöhnung. War ein tosender Applaus, ich war selber überrascht. Aber ich habe gesagt, wir können nur über die Versöhnung mit diesen Leuten einen Weg finden. Und deswegen bin ich ja jetzt bei meinem Abschlusszitat, weil du das Herz erwähnt hast. Wir sind in der Adventszeit und ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, weil wir müssen auf unser Herz hören. Und das hat der Christian Morgenstern sehr schön einmal auf den Punkt gebracht, weil es um die Frage gegangen ist nach Christi Geburt. Und wir stehen ja jetzt vor dem Fest der Geburt Christi.
Und der Morgenstern hat einmal gesagt, wäre Jesus 1000 Mal in Bethlehem geboren, aber nicht ein einziges Mal in deinem Herzen, dann hätte er doch niemals gelebt. Und das ist wahr. Das ist echt wahr. Und in dem Sinne freut es mich, dass ihr so lange geblieben seid. Und es war ein schöner Abend. Ich habe viel erlebt. Es war spannend, aufregend. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder einmal. Weil ich glaube, dass das, was uns verbindet, mehr ist als das, was uns trennt. In dem Sinne, ein schönes Wochenende. Danke für euch. Also jetzt ist Fragestunde. Da. Nachdem das jetzt die Frage von dir ist, möchte ich gleich zwei wichtige Fragen stellen. Nachdem ich mich erinnern habe zur Arena Nova, zur Veranstaltung, bin ich seither schon des Öfteren gefragt worden, wo man jetzt ein Buch bekommt, weil es ist jetzt mittlerweile ziemlich schwierig geworden. Und das, was ich jetzt schon erfahren habe, zweite Frage, ist dein Buch jetzt angeblich schon als verbotenes Buch oder ist das schon im Index gelandet? Also, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Ja, ja, also ich habe es auch gehört. Na, ihr lacht. Meine Studie beinhaltet ja auch andere Dinge. Also nicht nur mit iMoney und aus der Treuhand, wo ich mit dem Franz Hörmann ja ganz bewusst eine Wertpapieremission beworben habe, aber nicht, um damit Geld zu akquirieren, sondern um herauszufinden, wie die FMA reagiert. Ja? Und die hat genau nach 4 Wochen so reagiert, wie wir es vorhin haben. Aber das gehört dazu. Ich weiß es nicht, ob es verboten ist oder nicht. Es ist aber auch irrelevant, weil ich habe im September dokumentiert, es ging nur um 16 Sätze in diesem Buch. 16 Aussagen, die Sie beklagt haben. Diese 16 Aussagen habe ich auf 120 Seiten dokumentiert. Ich habe alle Bilanzen, Anhänge, Jahresberichte, Zahlen, alles Mögliche offengelegt und dokumentiert, habe es in Internet gestellt und habe gesagt, ihr könnt überstreiten, wie es wollt. Ja. Das, was ich weiß, was ich hier niedergeschrieben habe in diesem Buch, ist alles, was ich weiß und das ist noch nicht widerlegt. Verboten ist dir nur das, von dem du weißt, dass es falsch ist. Und nachdem ich weiß, dass es richtig ist, kann es nicht verboten sein. Also unabhängig davon, was für Nein, es ist so. Ich will nur ein Beispiel. Ein Beispiel. Ich habe in meinem Buch zum Beispiel die Aussage drin, dass sich ein Kunde darüber Gedanken macht, wie hoch die außerbilanziellen Bürgschaften sind, die Steirische Sparkasse hat. Jetzt beschwert sich der andere und sagt, ich behaupte, die Steirische Sparkasse sei außerbilanzielle Bürgschaften und Risiken eingegangen. Und das ist nicht wahr. Und ich verweise dann auf die Seite, ich glaube 79 oder 81 vom Anhang, wo genau ausgeführt ist, dass die 3,7 Milliarden außerbilanzielle Bürgschaften und Risiken haben. Und die bestreiten das. Das heißt, die spekulieren, das ist ein Scheinprozess. Die führen mit mir nur Scheinprozesse. Die behaupten etwas, von dem sie wissen, dass es stimmt. Und auf das steige ich nicht ein. Und deswegen gehe ich weder zu Gericht, noch hole dieses Briefstück ab. Also ich kann euch sagen, ich habe so einen Berg mittlerweile an Zetteln, die ich abholen müsste. Es ist absurd. Es ist völlig absurd. Das ist das eine. Erhältlich ist es derweil noch ausschließlich über die Monte Cristo Production, aber wir wollen es in Zukunft, sollen es zwei Verlage machen. Da bin ich gerade im Gespräch. Aber es ist noch immer erhältlich über montecristo.biz, also office@montecristo.biz, nach wie vor. Ich weiß, das ist sehr unprofessionell, aber ihr müsst wissen, ich habe das Buch erstens nicht freiwillig geschrieben und es war nicht geplant. Es ist mir reingerutscht, ich habe was ganz was anderes gemacht und deswegen habe ich mich um das nicht gekümmert. Das war mir nicht wichtig. Es ist mir nicht ums Geld gegangen. Ich bin zwar in der Zwischenzeit beschissen worden, weil mein erster Vertriebsmann hat mir 500 Bücher abgeknöpft oder 600, ohne dass er es gezahlt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Nicht? Es ist erhältlich. Also wer es haben will, kann über den Jean oder über office@montecristo.biz oder was auch immer, es ist erhältlich. Es geht noch. Und was war noch? Unwahr ist gar nichts, was drinnen steht. Ja. Er hat damals diese Vision schon gehabt, um das durchzuziehen, was Sie jetzt wollen. Ja. Also, bitte sag du zu mir. Das sag ich. Einverstanden. Ich habe da auch ein bisschen passend, das ist ein Brief hier aus der Vogelperspektive. Ich sehe das direkt von mir. Was? Dass er das durchsetzen wollte und dass in
deswegen auch, weil er das gecheckt hat. Also, ja. Und dass er das auch nicht, er hätte das durchgezogen, weil er hätte das auch immer passiert. Dass er uns einfach diese Bewegung sowas macht, schau, damit wir frei sein. Ja? Schau, wenn du einen Kennedy aus dem Weg räumen kannst, Präsidenten und andere Leute, dann kannst du Landeshauptleute aus dem Weg nehmen. Und ich will euch da jetzt keine Details erzählen, aber ich meine, gut, was halt noch hineinspielt ist, und es sind halt noch zwei Dinge, nämlich das, und das weiß die Öffentlichkeit nicht, ist, dass er zwei kroatischen Generälen Unterschlupf geboten hat bei ihm in Berndol. Das weiß nicht. Das liest man nicht in der Zeitung. Das spielt auch noch hinein, wobei ich sagen muss, ich habe mit Kroatien eine sehr starke Verbundenheit. Der hätte 100 Generäle dort Unterschlupf geben können. Ich weiß, dass der Gerichtshof in Den Haag ein Theater ist, weil wenn er ernst zu nehmen gewesen wäre, dann hätten sie den Busch mittlerweile schon längst wegen Folter verurteilt. Weil der hat in seiner Autobiografie Decision Points von 2010 dazugegeben, dass er die Folterbefehle gegeben hat. Hat er zugegeben. Und die verfolgen ihn nicht und verurteilen ihn nicht. Aber Milosevic und dann Zagorets und dann Gotovina, die halt da unten, man lass mal Milosevic weg, das war geisteskrank. Aber die anderen zwei, das waren halt zwei, denen der Haider auch Schutz geboten hat, das kommt auch noch ins Spiel. Und dann kommen noch andere Dinge ins Spiel, weil man wollte ihm anlassen, müsst ihr euch vorstellen, man hat ja recherchiert in seinem unmittelbaren Umfeld, das FBI und das CIA recherchiert, wo es der Haider für Kontakte zum Gaddafi hat. Die wollten das genau wissen. Und warum sie den Gaddafi 2011 aus dem Weg gerammt haben, wisst ihr auch. Es ist, weil der hat ja auch gesagt, er rechnet seinen Öl nicht mehr in Dollar ab, so wie der Hussein. So ist es. Also ihr müsst nur die Gründe genau hinterfragen. Warum? Ergibt es einen Sinn? Warum macht er das? Ja? Glaubst du, dass der Putin tatsächlich, sagen wir, illusorischer Gegenpart ist? Wir waren vor drei Monaten, ja. Andreas Popov hat ihn gefragt, also, du bist oft in Russland, weißt du, ob sie Lüttenkämpfer als Sprit? Wenn ja, gehört er dazu, wenn nein, könnte es echt so sein, dass er wirklich sagt, Freunde, da spielen wir nicht mit. Ja? Weißt du, was ich meine? Also, dass das nur eine Show ist, um das quasi wieder aufzuschaukeln, dass sie die neue Weltordnung drüber stülpen können, mit dem Chaos, der dort und dann auf den Erden ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Also. Bitte? Also, wenn du jetzt Russland beleuchtest, musst du dir die Frage stellen, der Jelzin, zur Zeit des Jelzins, ist es so gewesen, dass eine Gruppe von 8 bis 10 Oligarchen sich den gesamten Staatsbesitz unter den Nagel gerissen haben. Und da war unter anderem bei der Jukos, das ist jetzt ein Beispiel, war der Khodorkovsky, der Michael Khodorkovsky, der ist ja verknackt worden, wenn ich das so sagen darf. Zu 10 Jahren, glaube ich, ist er gesessen. Ja. Und der Khodorkovsky ist ein Bilderberger. Deswegen hast du ja den Genscher gesehen, wie er den Khodorkovsky abgeholt hat. Ja. Also der Putin hatte relativ rasch festgestellt, dass diese Oligarchen sich auf der einen Seite das gesamte Volkseigentum unter den Nagel gerissen haben und auf der anderen Seite, und das war sein großer Vorwurf, die haben nie Steuern gezahlt. Die haben so wie Daimler-Benz oder Apple, weißt du, was Apple bei uns Steuern zahlt? Die machen 42 Milliarden Umsatz und zahlen 0,3% Steuer. Nein, also das wird über Irland, über Offshore-Gesellschaften wird das ganz einfach abgewickelt. Ich weiß, wie das geht. Und das haben diese Leute auch gemacht. Und der Putin hat gesagt, nein, das geht nicht. Ihr zahlt eure Steuern für die Milliarden, weil ihr kassiert Milliarden und zahlt eure Steuern. Und die sich dagegen geweigert haben und eine politische Bewegung aufbauen wollten, das war halt der Khodorkovsky. Der Khodorkovsky ist nach wie vor ein Bilderberger, deswegen kannst du ihn als pro-westlich ansehen. Den hat er halt dann aus dem Weg geräumt für ein paar Jahre. Ja? Und hat ihn enteignet. Also ich hatte am Anfang, hatte ich mir auch gedacht, und der Khodorkovsky ist ein sympathischer Bursch, aber ich habe mir dann das genau angeschaut und recherchiert und bin draufgekommen, dass der Putin, und das ist bezeichnet, weil den Oleg Deripaska, den wird's erkennen, der tut ja mit dem Haselsteiner immer. Kennt ihr diesen Videoclip? Kennst du den? Ja, kennst du den? Unglaublich, da ist es um einen Betrieb gegangen, im Osten, es war in der Nähe von Irkutsk, ja, wo alle diese Oligarchen beteiligt wurden.
Die Leute dort sollten entlassen werden, die rufen den Putin an und sagen, hilf uns. Der Putin kommt dorthin, lässt alle Oligarchen vorladen in so einen Konferenzraum und dann sitzen sie dort und dann sagt der Putin, der Betrieb wird nicht zugesperrt. Wir werden das anders regeln und wir fangen gleich an, ihr seid alle damit einverstanden. Und Deripaska, du kommst jetzt gleich mal her und unterschreibst da. Gib dem seinen Kugelschreiber, der Deripaska, wie er so ein kleiner Bub, weiß nicht, was er tun soll, Milliardär, so mit Yacht und so, und ganz wichtig, steht dort auf, wie ein verschreckter Hund, geht hin und unterschreibt es. Und der Putin sagt ihm, gib mir, das ist mein Füllfeder, gib mir den Kugelschreiber wieder zu. Also, und ich weiß auch aus Deutschland von einigen Souveränen, die mir gesagt haben, sie haben sich über die russische Botschaft abgesichert, sollten die Bundesländer in Deutschland, die von den Alliierten, Frankreich, England, Amerika kontrolliert werden, gegen ihn vorgehen, Russland hilft ihm. Also ich habe von Russland den Eindruck, dass die uns helfen. Ich glaube schon. Ja, ich will jetzt aber auch nicht auf noch Einzelheiten eingehen, es wird zu lange dauern. Aber ich würde heute unterschreiben, also würdest du mich fragen, ob Obama oder Putin, will sofort Putin sein. Ja. Sofort Putin. Ja, aber ich meine, ob das jetzt nur ein Spiel ist, weil die spielen ja mit allen. Ja, die spielen ja weltweit mit allen, mit alles. Das heißt, was du verstehst, dass sie einfach eine Show aufziehen, die tun so, wie wollen die halt das. Dagegen, dass er die Lieder etwa die was sind denn deine Informationen? Sprühen sie oder sprühen sie nicht? Da war ich, ob sie noch mit ausfinden können. In Russland? Also in Kroatien sprühen sie nicht. Auf gegoogelt, also sprich einfach Moskau und so weiter eingetippt, Moskau Himmel oder Air, okay. Heaven. Und ich habe kein einziges Foto gefunden, wo in Moskau ein Chemtrail war vor. Also das habe ich interessant gefunden. Also bewusst jetzt. Ja. Weil sonst, wenn du so eintippst, wurscht, welche Städte. Es sind immer irgendwelche Bilder, wo die Chemtrails halt drauf sind. Ja, aber stimmt. Interessanterweise, bei Moskau habe ich keinen Punkt. Ich glaube mal, wenn ich dich jetzt ergänzen darf, eine Aussage bringt alles auf den Punkt von einem Philosophen. Böse ist, was im Namen des Guten geschieht. Genau. Und Mephisto sagt ihm. Und ob ich jetzt mit der Bibel in der rechten Hand und mit der Puffen in der linken Hand, entschuldige, ja, die Europäer, wenn die in See gestochen sind und wohin gefahren sind, sie sind überall mit der Kanone auftaucht. Egal wo. Also wir müssen uns über unsere eigene Identität bewusst sein. Und ja. Wir sind kriegslustig, wir sind machtgierig, wir sind, was das betrifft, wirklich krankhaft. Und unsere Anführer auch. Und wir können das nur alleine beseitigen, indem wir uns langsam verbreiten, immer mehr werden und einen Zeitpunkt ausmachen, wo wir irgendwann einmal sagen, so, jetzt gibt es einen Flashdown. Ja? Also ich bezeichne es als Peace Flash, wo wir sagen, auf Knopfdruck, jetzt stimmen wir alle einmal ab, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Weil solange wir nur 100, 200.000 oder 5.000 sind, ist es zu wenig. Und deswegen komme ich da jetzt ja wieder zum Professor Wohlmeier zurück, weil der hat ja eine Initiative gestartet, Austritt aus der EU, und da sind wir wieder beim Haider, Freistaat Kärnten. Also würde man das wirklich machen können, ja, und ich glaube daran, dann wären wir automatisch aus der EU, aus den Haftungen für den ESM-Rettungsschirm und. Und ich glaube nicht, dass uns die Regierung in Wien deswegen überfallen würde in Kärnten. Oder glaubst du, dass die mit dem Militär einmarschieren? Also ich weiß es so, weil der Dietmar Franziszi ist der Onkel von meiner Ex-Frau gewesen. Ich weiß. Na, aber ich weiß, okay, wisst ihr das, der Dietmar Franziszi ist ja Kärntner, der lebt ja im Völkermarkt. Ja, im Völkermarkt, ja, gegenüber von der Brücken. Ja, ich weiß es ja noch, weil der Dietmar hat immer mit seinem Säbel die Sektflaschen entkorkt. Ja. Aber das ist ja einer der drei obersten Generäle in Österreich, und ich bereite ja vor, an ihm einen Brief zu schreiben. Wir müssen von der Kirche über die Medien, über die Polizei, über die Gerichtsbarkeit die Leute an ihrem Gewissen anpacken und überzeugen. Das ist die eine Seite. Wir müssen die Leute umstellen. Wir müssen sagen, ihr könnt es doch da nicht mitmachen. Ja, das ist klar. Das ist klar. Das musst du haben. Ja, aber ich muss gestehen, ich habe heute am Abend früher eine 65-jährige Dame kennengelernt, die mir erzählt, sie ist regelmäßig im Internet, schaut sie das alles an und sie will das verbreiten. Also, ich bin da stolz drauf. Es ist völlig wurscht, ob es eine 28-jährige oder eine 65-jährige ist. Das haben wir heute beim Thema. Ja. Der gibt es ja in Tirol einen Typen, der hat der Aktivist vor Jugend. Der Klaus Schreiner? Genau, der. Ja. Und der hat, zumindest habe ich das gelesen auf seiner Seite,
Der macht die Bücherverbrennung jetzt in Graz. Aber die massive Ansagen und Klagen und was weiß ich, was alles kriegt, weil er irgendein Video von dir drinnen oder irgendein Video von dir. Ja, die Pressekonferenz vom Kreditopferverband. Genau, so ist das. Ja. Ja. Du musst dir vorstellen. Du musst dir vorstellen. Der geht nichts anderes her und teilt oder stellt das Video von dem Kreditopferverband auf seine Homepage und kriegt dafür. Das ist schon 4-5 Mal drin. Aber er ist der Ernste, er hat kein. Ja, aber er hat 300 Euro Strafe. Wie viel? 1300? Ah, 30.000, ja, ja, stimmt. Ja. Ja, ist so. Ist so. Ich hab nur bitte, es tut mir furchtbar leid, dass ich jetzt so lange gebraucht habe. Aber ich habe mir gedacht, ich kompensiere das ein bisschen, damit ihr nicht völlig umsonst herkommen seid. Ihr müsst mich jetzt nur bitte für 1 Minute kurz entschuldigen, geht das?